Guten Tag, in der letzten Folge sind David und Sophie aufgebrochen zum Hofe, um sich vorzustellen. War sie aber erstmal nur bei einer dieser Herrscher, Damen da gemacht haben und sind dann aufgebrochen in den Traum, ihren Namen zu finden oder eher deren Bedeutung. Ist auch egal. Und dort fanden sie heraus, dass sie offenbar eine Prinzessin befreien müssen oder irgend sowas von den Drachen. Das ist, man muss ja auch mal mit den Sachen gehen, die sich bewährt haben, ne? Genau. Ja. Ich denke, das ist im Wesentlichen alles. Viel Spaß und bleibt geil. Ihr schlagt die Richtung ein, wo euch vor Suldra, dem Drachen, gewarnt wurde, ja? Ja. Ja, klingt Ich gehe davon vernünftig. aus. Gehe mal davon aus, dass quasi auch dahin die Vögel fliegen. Ja, natürlich. Also spätestens nachdem sie dann gejagt werden. Ja. Siehst du? Sicher. Nach einem halben Kilometer. Die Sonne ist es schon ziemlich nachmittäglich am Himmel. Seht ihr auch da ein paar Stände eines Marktes? Schwarz gekleidete Gestalten bieten offenbar Waffenfeil aller Art de Couleur und auch ein paar Alchemisten ihre Waren, vor allen Dingen verbrennungslindernde Salben und dergleichen. Entschuldigen Sie, haben Sie Tee? Und feines Gebäck, bitte. Feines Gebäck. Und Tee. Da vielleicht versucht es da drüben. Dort wird Reiseproviant angeboten. Kann ich euch stattdessen Nein. für diese Karte Nein, begeistern? nein, nein. Auf Wiedersehen. Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, ich wünsche einen schönen Tod. Keine Sorge, niemand wird heute sterben. Wird er Karten verkaufen für eine Gegend, wo keiner zurückgekommen ist? Das heißt, keiner kann uns Karten von da verkaufen, ist er albern. Entschuldigen Sie, ich meinte nicht, ich meinte Eintrittskarten. Sie wollen doch zum Drachen? Wieso braucht man dann Eintrittskarten? Es ist eine Art Naturschutzort, nur dass dort nicht die Natur bewahrt wird, sondern ja, die Menschen vor der Natur des Drachen. Das hat ja bisher blendend funktioniert. Und wenn du da Eingriffskarten verkaufst, ist es auch ziemlich sinnfrei, oder? Jedem soll die Möglichkeit gegeben werden, zu einem angemessenen Preis selbstverständlich. Das Königreich braucht jede Art von Steuern, die es kriegen kann. Und ich muss auch von etwas leben. Ich habe 5 trauernde Kinder daheim. Die brauchen viel Wasser und noch mehr Zwiebeln. Sie führen ein schlimmes Leben. Jeden Tag gehen sie raus und tanzen mit den Schmetterlingen und müssen sich 5 Kilo ins Gesicht halten. Auf jeden Fall gibt's ja Eintrittskarten. Ich denke, wir kommen einfach so backstage. Das passt schon. Immerhin sind wir heute die Hauptgäste. Nun gut. Nun gut. Ich wünsche einen schönen Tod. Vielen Dank. Ja, danke. Gern doch, gern doch. Man sieht sich auf dem Rückweg. Eine gedungene alte Hexe. Also jedenfalls, wenn man beleidigend gegenüber einer alten, verwitterten Frau sein will, könnte man sie so bezeichnen, steht am Proviantladen. Ihr seht dort zumindest kein feines Gebäck. Ihr seht dicke Laibe Brot und derlei Sachen. Wasser, Wein, Schnaps. Wobei der Schnaps, also es ist Branntwein. Und er riecht eher wie Essig schon aus der Ferne. Verzeihung? Ja. Wir sind auf der Suche nach Tee und Gebäck. Erst neulich kam ein junges Ding vorbei und kaufte von mir ein Ess. Sie löste Bockwurst. Was? Naja, sie hat ein S gekauft und damit Bockwurst gelöst, was eigentlich ziemlich obsolet war, dieses S eigentlich. Es war der einzige Buchstabe, den sie kaufte. War vorher schon irgendwas gelöst? Nein. Das ist respektabel.
Es ist immer Bockwurst. Oh, dann brauche ich gar nicht kaufen, dann löse ich direkt Bockwurst. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Rätsel gelöst. Hier, nehmen Sie diesen Geschenkkorb. Du hältst einen weidengeflochtenen Korb mit Tee und feinem Gebäck. Vielen Dank. Hellseher, Hexer. Ich verbeug mich kurz vor ihr und wollen wir dann weitergehen? Das halte ich für angemessen. Nicht wahr? Der Tag nachdem scheint, so, Entschuldigung. Nachdem ich dann ein paar Schritte gegangen, also von der weg bin, so, also das war jetzt einfach. Sir David? Madame? Hochwohl geboren, muss ich dich ja wahrscheinlich nennen. Ich habe kein Wappen. Ja, aber du bist eine Ski, du bist die Herrin. Die namenlose Herrin. Die das einzige. Das mit dem Namen los gefällt mir. Mhm. Die Unaussprechliche? Ich glaube, so schrecklich bin ich nicht. Die, deren Name nie genannt werden konnte, weil ihn jeder vergessen hat. Oder die, deren Name nicht genannt werden darf. Das glaube ich auch nicht. Daisy Riddle. Moment, nein. Das war jemand anders. So, wo ist denn jetzt dieser Drache? Vor euch erhebt sich das Bergmassiv. Ach, das war der Drache. Langsam dämmert auch der Abend. Ihr seid nicht so weit gelaufen, dass es Sinn ergäbe. Deswegen dämmert es halt trotzdem. Na dann. Gehen wir noch ein Stück weiter. Eben. Gut. Ihr geht noch ein ganzes Stück, denn es ist echt noch ein ganz schönes Stück, bis ihr bei dem scheiß Gebirge seid, aber die Sonne verharrt. So, dass sie ein Drittel am Horizont schon untergegangen ist und der Rest aber noch drüber scheint. Auch nachdem ihr noch locker ein, zwei Stunden gegangen seid und langsam schon die ersten Hügelausläufer sichtbar und besteigbar für euch werden, hat sich die Sonne kein Stück mehr bewegt. Wie unangenehm. Ich weiß nicht genau warum, aber ich möchte, dass es jetzt Nacht wird. Ja, Nacht ist vielleicht besser. Ja. Vielleicht wird von uns erwartet, dass wir Pause machen. Hm. Wozu? Ich bin nicht müde. Ich auch nicht. Mehr als David. Okay. Nicht so, wie du es als Mensch gewesen wärst, aber mehr als David. Hm. Lass mal Pause machen. Okay, wenn du das möchtest. Mhm. Ja, ich meine, ihr macht Pause, ihr habt weder Feuerholz noch irgendwas anderes dabei, aber ihr habt feines Gebäck und Tee. Also, dafür bräuchtet ihr Wasser oder besser noch Heißes, aber ihr habt es immerhin. Naja, hier ist ein Wald, da kann man Feuer machen. Das stimmt. Ah, du hast sogar Überleben, ne? Hm. Ich kenne mich ja aus. Oh, ja, okay. David wird im Wind das alte Feuer machen. Und zwar in der Zeit, wo du noch nach ein paar anderen Ästen suchst. Am Anfang ist es ein bisschen beschwerlicher. Ich meine, vielleicht hast du schon mal Feuer so gemacht, aber es dauert ja trotzdem ein bisschen so ganz ohne Hilfsmittel. Ja, klar. Aber wenn du dich umdrehst und mal hinter einem Busch kraust, um da was aufzusammeln, ist er auf jeden Fall fertig. Cool. Läuft. Speedy. Tschö. Wer kann, der soll, würde ich sagen. Das Gefühl habe ich auch. So, jetzt haben wir jetzt... Schade, dass wir keine Teekanne haben. Hm. Der Drache hat bestimmt eine. Bestimmt.
Ich meine, es wäre eine komische Drache, wenn er das nicht gelootet hätte. Ja. Ja. Und woran erinnerst du dich so? An alles und nichts. Nichts ist nicht viel. Sie holt diesen kleinen Block raus und das Stückchen Kohle. Und beginnt ein bisschen zu zeichnen, einige Bilder. Vielleicht erkennt David davon auch einige Szenen wieder, wenn sie die skizziert. Oh, 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 oh. Das war cool. Da sind wir... Ach, keine Ahnung, haben wir da nicht irgendwie gegen dieses komische Haus, ich habe den Namen vergessen, gekämpft? Mm-mm. Oder war das für das Haus? Sonst irgendwas gegen die... Ich habe gegen kein Haus gekämpft und auch kein, nicht für ein Haus, glaube ich. Du trägst ein Schwert. Ja, aber aus anderen Gründen. Hm. Es ist eben das Schwert, was ihr beide umklammert gehalten habt. Also ich kenne dieses Schwert, aber mehr dazu weiß ich auch nicht so wirklich. Nur, dass wir das irgendwie beide gehalten haben. Warum auch immer. Als ich davon erzählte, hieß es, es war ein Schwur der, fuck. Hm? Ich überlege gerade, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, das war irgendeine Spur. Du warst zu besoffen. Den genauen Wortlaut kannst du dich nicht mehr erinnern, nur das, was er darüber gesagt hat. Ja, dass es halt nichts Schlimmes war, sondern was Gutes. Es war irgendwas Gutes für uns, also. Und zwar irgendwas Verbindendes. Okay. Aber ich habe den Namen des Spurs vergessen. Spielt keine Rolle, wir wissen ohnehin nicht, was er genau bedeutet. Ja, aber das hätte man ja fragen können. Und wir sollen das niemandem erzählen, dass wir diesen Spur geleistet haben. Dann ist es immer schlecht, sowas zu fragen. Ja, aber man hätte ja ganz so, was gibt's das denn für Spüre? Kannst du mir mal so im Groben sagen? Und vielleicht wäre er dann gekommen. Also den Schwur der Aufnahme in ein Visa, Schwur der... Des Mündels. Des Mündels hatten wir ja auch schon. Also es ist halt anhand gang und gäbe, irgendwelche Spüre zu haben. Hm. Na gut. Aber vielleicht sind wir dadurch angreifbar, wenn, ne, wenn man den einen dann irgendwie piesackt, dann piesackt man den anderen auch mit oder so, keine Ahnung. Ja. Ist halt vielleicht besser, wenn niemand das weiß, außer wir beide. Ja. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Unweit von euch seht ihr eine grünliche mit Beulen und Eiterpickeln und Auswucherungen übersäte, nackte Gestalt. Sie ist ungefähr ein bisschen über Knie hoch mit einem richtig dicken, prallen Zinken. Guck mal, ein Stollentroll. Die einen Stock ergreift von doch beachtlicher Größe für seine Gestalt und ihn an der stehen gebliebenen Sonne unten einhakt, dann kräftig zieht. Die klemmt schon wieder. Können wir dir helfen? Ja. Okay. Was muss ich machen?
einfach ziehen. Es ist ein Hebel. Ja, ich ziehe an dem Hebel. Dann wird das mit einem wenig Widerstand etwas wie heißt das denn gleich? Ein Verschleißgeräusch ergeben und dann wird die Sonne auch hinter dem Horizont verschwinden. Es muss mal wieder geölt werden. Ja, ich weiß. Ich bin der Sonnenöler. Nein, halt! Ich bin der Kaiser dieses Landes. Nein, ich bin ein Bademeister. Nicht vom Beckenrand springen. Ist okay. Ich hatte eh nicht vor, vom Beckenrand zu springen. Ist immer ein bisschen kacke, sowas. Ja. Darf ich mich an eurem Feuer wärmen? Klar. Setz dich. Wenn du eine Teekanne hast, könnte ich dir Tee anbieten. Er sieht an seinem nackten Leib herab. Natürlich habe ich die. Auch gerade dabei? Nein, in meiner Behausung. Hm. Wo wohnst du denn? In den Höhlen unter dem Berg des Drachen. Ich biete auch Führungen. Du bist also ein Stollentroll. Ich bin kein Stollentroll. Okay. Entschuldigung. Ich bin ein Höhlenforscher. Nein, ich bin ein Teefabrikant. Na gut, ich bin ein Stollentroll. Aber das möchte ich keinem erzählen. Ihr wisst es ja schon. Die Welt weiß es. Die Welt ekelt sich vor mir. Dabei möchte ich doch einmal im Leben etwas Gutes tun. Siehst du es nicht? Er drückt eine dieser Eiterflatschen auf und sie spritzt dir fast ins Gesicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Also, warum das so ist. Sie hassen mich. Sie halten mich für niederträchtig und abscheulich. Aber sie haben mir nie Gelegenheit gegeben, das Gegenteil zu beweisen. Nun, momentan siehst du ganz cool aus. Also, ich gebe dir die Gelegenheit, beweis das Gegenteil. Wirklich? Ja. Tu's nicht. Warum nicht? Weil man manchmal auf die Dinge hören sollte, die einem vorher gesagt werden. Du wolltest vom silbernen Pfahl runter. Jetzt mache ich den Troll. Und die dritte Sache können wir uns halten. Du solltest es bitte lassen. Hast du nicht Walter Mörs gelesen? Walter Mörs? Nee, jetzt gerade nicht. Wieso? Stollentrolle sind nie etwas Gutes. Ja, aber das sind noch Vorurteile. Sie stinken und sie stehlen und sie lügen und betrügen. Ja. Aber warum solltest du das tun? Weil ich ein Stollentroll bin. Ein Stollentroll, der nach Vergebung sucht. Das reicht mir. Wenn du nach Vergebung suchst, dann kannst du Vergebung erlangen, wenn du es nicht tust, was die Leute dir sagen, sondern das Gegenteil. Das versuche ich doch, aber wie denn? Naja, zum Beispiel, indem du Leute nicht beklaust, sondern ihnen etwas gibst, was sie gerade benötigen. Ja, aber ich habe nichts. Nun, das ist ein gutes Argument. Naja, doch, du kennst dich ja aus. Das stimmt. Du hast Wissen. Und wir suchen den Drachen. Den abscheulichen Drachen? David, nein. Warum nur bist du so schrecklich gemein zu mir? Genau, was bist denn jetzt so? Was wollen denn der ganze Hass? Hab doch noch mal ein bisschen Vertrauen. Nein. Warum denn nicht? Nein. Ja, kannst du deinen
deine abneigenden Avisionen. Ich bin ein Bademeister, ich bin ein Teefabrikant, ich bin ein irgendwas. Nein. Würdest du dich denn gern als Stollentroll vorstellen? Nein, aber ich wäre bei einer Variante geblieben, wenn ich mich glaubwürdig machen möchte. Ja, siehst du? Ich bin nicht gut im Lügen, selbst für meine Rasse bin ich eine Schande. Siehst du, und deswegen ist es ein guter Stollentroll. Vielleicht der erste seiner Art. Nein. Doch. Nein. Jetzt sei doch mal nicht so. Doch. Du kannst auch Leute nur aufgrund ihrer Herkunft nicht diskriminieren. Das funktioniert doch nicht. Das sage ich dir beim nächsten Mal auch, wenn du in den Nazi-Bunker reingehst. Ich bin ja kein Nazi. Im Gegensatz zu dir anscheinend. Obviously. Also, du könntest unser Führer sein. Nein. Da... Doch, du könntest uns zum Drachen führen. Dann geh mal schön alleine, ich trinke derweil Tee. Ja, wie denn ohne Teekanne? Wir könnten natürlich zum Stollentroll nach Hause gehen und da Tee trinken. Manchmal sollte man einen guten Rat vielleicht annehmen. Vielleicht mochte sie uns auch nicht und wollte dich loswerden, weil ja du so besonders bist. Lass nur, ich verstehe sie. Ich habe nichts Besseres verdient. Stimmt, goodbye. Gehabt euch wohl. Es ist, und dann wird er mit hängenden Schultern und dicken Tränen in seinen massiv großen Augen den Berg emporkraxeln. Hallo, jetzt hast du ihn zum Wein gebracht. Das war jetzt echt nicht nett von dir. Bestimmung. Aber das war jetzt echt nicht nett von dir. Es gibt viele Dinge in dieser Welt und auch in der anderen Welt und in allen Welten, die nicht nett sind. Und ich bin geneigt, einen Rat, der mir angeboten wird von jemandem, der mir nicht, zumindest nicht irgendwie... Ja, die vielleicht einfach umbringen will, weil du ihr im Weg bist, weil vielleicht noch eine weitere Herrin... Hätte uns Herr Satt dann bei ihr abgegeben. Vielleicht musste er es. Das glaube ich nicht. Also, kennst du das Problem mit ganz vielen, also wenn es eine begrenzte Anzahl von Untertanen gibt und dann kommt ein weiterer Herr dazu, dann müssen die ganzen Untertanen aufteilen. Du bist vielleicht eine Bedrohung für ihren Titel. Das glaube ich auch nicht. So leicht ist das mit Sicherheit nicht. Puh, keine Ahnung. Also Aristokratie war schon immer mit Intrigen und hast nicht gesehen. Nicht nur das. Ich habe gehört, kleine Dorfgemeinschaften auch. Zum Beispiel. Deswegen hör doch mal auf jemanden mit Erfahrung. Nichtsdestoweniger bin ich nicht geneigt, irgendeinem fremden, halb merkwürdigen, anmutenden, wie auch immer, hinterherzulaufen. Aber einer komischen Frau mit brennenden Haaren, die ist gleich viel sympathischer. Sie wirkte nicht, als wäre sie wütend oder irgendwas. Er auch nicht. Er war einfach nur traurig. Nein, war er nicht. Doch, er war scheißen traurig, dass ihm niemand zuhört. Ich konnte früher auch auf Kommando heulen. Also brennende Haare sind mir wesentlich unsympathischer als ein Pickelgesicht. Du hast einfach nur Vorurteile, mein Freund. Das sind keine Vorurteile. Viele Vorurteile, wie du sie mir jetzt gerade unterstellst. Wo soll ich denn da Vorurteile haben, wenn ich die gerne... Also ich kenne die ja nicht, also kann ich auch keine Vorurteile haben. Doch. Das ist ja das war einfach nur ein Bauchgefühl. Von Vorurteilen, dass man einfach... Es war ein Bauchgefühl. Dass man ein Urteil fällt, ohne die Person zu kennen. Bauchgefühl. Hm. Und dieser kleine Höhlentroll brauchte einfach nur Hilfe. Einfach nur ein vernünftiges Gespräch, ein paar aufmunternde Worte und es wäre einfach unser Freund geworden. Also, ich habe ein Buch gelesen. Das war ganz am Anfang, glaube ich, als ich nach Halle gegangen bin, um mein Deutsch zu verbessern. Also, ich
konnte eigentlich immer gut Deutsch, aber egal. Nichtsdestoweniger. Auch da gab es Stollentrolle. Vielleicht war Walter Mörs eine Fee, wer weiß das schon. Ich kann es mir fast vorstellen. Und Stollentrolle lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Sie können die Wahrheit gar nicht sagen, selbst wenn sie es wollten. Aber er hat gesagt, er ist ein Stollentroll. Also ist er entweder kein Stollentroll oder er ist ein Stollentroll. Das ist ein Paradox. Es kann auch sein, dass er ein Stollentroll ist, aber etwas anderes eingebaut hat in seine Aussagen, was eben nicht die Wahrheit war. Stollentrolle lügen und betrügen, solange sie irgendwie können. Es ist ihre größte Freude, Leute in die Irre zu führen. Dann hätte er nicht aufgegeben und sich zurückgezogen. Vielleicht versucht das ja irgendwann nochmal. Nee, ich glaube, du hast ihn einfach nur mit deinen Vorurteilen in die Flucht geschlagen, weil du genauso bist wie alle anderen zu ihm. Wahrscheinlich. Ich bin ein schlechtes Ding. She. Vielleicht. Vielleicht bin ich arrogant und schlecht. Das kann sein. Vielleicht lasse ich mich aber auch nicht gerne in offene Drachenmäuler führen. Wollen ja sowieso nur mit dem Drachen reden. Ja, aber möglicherweise hätte der Stollentroll ihm dann in den Schwanz gezwickt und gesagt, wir wären es gewesen. Möglich. Aber vielleicht kann er das jetzt immer noch tun, wenn er uns jetzt einfach verfolgt. Und jetzt ist er noch sauer auf uns. Schrecklich auf dich. Also gewonnen hast du dadurch nichts. Aber vielleicht hast du einen Verbündeten verloren. Das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Das ist quasi eine Lose-Lose-Situation für dich. Und das glaube ich noch immer nicht. Nun, bist du denn jetzt ausgeruht? Ja, wir können weitergehen. Ausgezeichnet. Ich lösche das Feuer, obwohl ich lösche einen Großteil des Feuers und behalte mir eine Fackel über. Mhm. Ihr wollt einfach versuchen, einen Pfad, das Gebirge hochzufinden? Jo. Ja. Da unser Wegweiser, den wir ja kannten, jetzt weg ist. Ja, das ist ja. Es ist sehr ärgerlich. Ihr habt steinige und steile Pfade mit losem Geröll, was es nicht unbedingt leichter macht zu erklimmen. Ihr seid jetzt übermenschlich, aber dennoch ist es anstrengend und beschwerlich und man schlägt sich ab und zu ein wenig die Hand auf, knickt mal mit dem Fuß um und es ist sicherlich anstrengend. Außerdem wird es natürlich warm, denn hey, da muss doch bestimmt eine Drachenhöhle sein. Nicht mega warm, aber es wird schon wärmer. Als ihr immerhin den Kamm schon in seiner ganzen Pracht seht und bestimmt nur noch einen Kilometer des Aufstiegs davon entfernt seid, seht ihr eine zerlumpte, zerfetzte Kleidung, anhabende Gestalt mit fettigen und zerzausten Haaren. Es ist eine Frau. Wegen deiner Anschuldigung vorhin. In einem Bikini-Mail. Wie sich das hier hört. Und neben ihr liegen allerlei zerbrochene Waffen. Sie beachtet euch nicht, als ihr näher kommt. Sondern starrt nur auf ihre Füße. Hallo. Können wir dir helfen? Mir ist nicht zu helfen. Ich suche den Weg nach unten. Wir sind gerade von hier hochgekommen, also ist eigentlich nur hier runter und dann... Nein. Nein, den Weg nach unten, bis vor die Tore der Hölle.
Oh, ne, den Weg kenne ich nicht. Ja, ich sagte doch, ihr könnt mir nicht helfen. Was möchtest du denn in der Hölle? Ich will nicht das Schicksal der anderen erleiden. Die da in den Himmel aufgefahren sind, oder wie? Nein. In die Irre geführt. Ausgeliefert. Dem schrecklichen Wesen, das diesen Berg bewohnt. Und alle, die vor uns kamen, versklavt hat. Ausgeliefert von ihm. Ausgeliefert, und ich höre noch sein Lachen. Okay. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Recht. Das hast du wahrscheinlich gerade gemalt oder dir ausgedacht. Worte haben Macht, du weißt. Worte haben Macht, das weißt du. Das heißt, du hast quasi durch deine Anschuldigung die Persönlichkeit gleich geändert. Hättest du ja genauso gemacht. Hebt sich das jetzt gegenseitig auf? Weiß ich nicht, vielleicht hast du das Argumentieren gewonnen? Keine Ahnung. Ich frage dich, habe ich das? Also meiner Meinung nach nicht. Siehst du? Ich bin immer noch davon überzeugt. Vielleicht ist es auch ein anderer eher, dem wir noch gar nicht begegnet sind. Und du versuchst es jetzt. Okay. Sag das nicht. Nein. Vielleicht bist du auch so einer. Ich meine ja nur. Du hast das ganz gut drauf. Hört doch bitte auf. Von der edlen Herren zum Stollentroll. Das wäre auf jeden Fall mal einige Geschichten wert im Hofe. Ich glaube auch. Wie kommen wir eigentlich zum Drachen? Wieso? Wir wollen uns mit dem unterhalten. Nein, das schreckliche Wesen dieses Berges. Ich werde niemand anderen ins Unglück stürzen, nicht noch weitere. Du könntest uns einfach lange Suche ersparen. Und wir werden wahrscheinlich... Oder bist du eine andere Manifestation des Stollentrolls? Jede Sekunde, die ihr sucht, ist eine wertvolle Sekunde eures Lebens, die ich euch nicht nehme. Sie ist nutzlos. Ziemlich. Das Dorf da hinten hat übrigens eine Selbstmordbrücke. Ich suche nicht den Weg zur Selbstmordbrücke. Ich suche den Weg hinab. Ja, aber die Brücke fällt sie ja runter und dann kommst du direkt in die Hölle, weil du dich selbst umgebracht hast. Und Selbstmord ist quasi der direkte Weg in die Hölle mit Sonderticket. Ich kann mir ein Ticket dort kaufen. Ich dachte, hier gibt es nur Tickets für diesen Berg. Nein, es natürlich. Es kostet 2 Penny, das ist das Ticket für den Fährmann. Die legst du dir auf die Augen. Ja. Sie wird sich angestrengt und zitternd erheben und dann mit wankenden, stolpernden Schritten den steilen Pfad hinabwählen. Das war einfach. Haben wir sie gerade in den Tod geschickt? Ja, ich glaube schon. Aber immerhin ist sie jetzt geholfen. Also ehrlich, willst du unbedingt irgendeinem komischen Stollentrollgebilde irgendwie willst du unbedingt retten, aber die Frau schickst du in den Tod? Das ist irgendwie widersprüchlich. Naja, ich habe ihr geholfen.
sie hatte ein Problem. Geholfen hättest du, wenn du ihr gesagt hättest, dass ihr das Leben noch einen Sinn hat oder ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben hättest. Nein, das siehst du falsch. Das ist ihr sinnlicher Wunsch war zu sterben und das war einfach das war eine Hilfeleistung. Man muss das ja auch mal akzeptieren können, den innerlichen Wunsch. Das ist ja. Ich erinnere dich daran, David. Ich erinnere dich daran. Ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Ich sehe eher das Problem, dass wir dem lieben Stollentroll nicht geholfen haben. Siehst du, da sehe ich wiederum überhaupt kein Problem drin. Ja, aber du kannst doch nicht einfach jemanden die Hilfe verwehren, der da sogar noch dir was gibt. Das funktioniert ja so nicht. Das wäre ein ziemlich cooler Deal gewesen. Nein, ich traue ihm einfach nicht. Reicht dir das? Ich traue ihm nicht über den Weg. Eure sinnlosen Diskussionen werden abgebrochen durch das Peitschen und Sirren in der Luft, das der Drache Suldra auslöst, der sich mit schwarzem Leib jetzt am Nachthimmel dem Berge nähert, und zwar schnell, ziemlich zielstrebig in eure Richtung. Er ist ganz so, wie man sich einen Drachen vorstellt, selbstverständlich. Schuppig, mit gelbglühenden Augen, groß, mit einem peitschenden Schwanz voller Zacken und zielstrebig, das weiß man ja auch von Drachen. Suldra hieß der, ne? Ja, ich wink ihm zu. Der Drache wird im Sturzflug auf euch hinabstoßen, mit einem Krachen, das die Erde beben lässt und euch auf jeden Fall auf den Hintern befördert, wo euch einschlagen, auf seinen Hinterläufen zu euch hin laufen, auf allen Vieren, den Kopf zur Seite neigen und einen gigantischen Feuerstoß rechts hin schicken. Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Kein Problem. Ich freue mich. Wir hatten schon einen kleinen Besuch. Ich bin ganz ehrlich, ich müsste erst fragen, ob ich euch zum Abendessen mitbringen kann. Wäre das okay, wenn ihr so lange fernseht? Es geht auch ganz schnell. Fernsehen ist nicht so meins. Wen musst du denn fragen? Um meine Gattin. Ach kommt, Es ist so nett, wenn ihr schon gekommen seid. Wie sind eure Namen? Das ist eine sehr gute Frage. Ihr müsst doch euren Namen kennen. Leider nicht. Ja, Mann und Frau. Ich erkläre euch hier mit Mann und Frau. Also zu Mann und Frau. Steigt doch bitte einfach auf meinen Rücken. Er neigt sich jetzt vor euch. Gerne. Wieso hast du uns gerade versucht zu verheiraten? Was habe ich? Nein, ich... Naja, du bist Frau, ich bin Mann. Achso, namenstechnisch, ja, okay. Oh, entschuldigt, natürlich. Ich erkläre euch zu einem Mann und zu einer Frau. War das richtig? Ja. Das ergibt Sinn. Schön. Also, er flieht jetzt in die Lüfte. Die kalte Luft schlägt euch ins Gesicht, fast schneidend. Er landet auf dem höchsten Gipfel seiner schneebedeckten Kuppeln. Wird euch da absetzen. Hier, Fernsehen. Es dauert wirklich nur ganz kurz, ja? Und dann wird er in seine Höhle stampfen. Es dauert ein wenig, bis seine Schritte verhallt sind. Und dann hört ihr ein unglaubliches Gezeter. No. Was? Schon wieder neue? Oh, du sollst sie nicht immer alle anschleppen. Ich habe langsam keine Verwendung mehr für dir. Und außerdem habe ich dir gesagt, Diamanten. Das hier sind keine Diamanten. Das ist Abfall. Genauso wie diese Goldkelche. Die sind nicht aus reinem Gold. Das ist einfach nur beschichtet. Suldra, eine Frau von meinem Stand. Der solltest du etwas bieten können. Und das hatte ich dir auch gesagt, als du unbedingt mich haben wolltest. Gut, habe ich mir gedacht, ich komme auf diesen abscheulichen Berg, ich kann es mir ja wohnlich machen. Schön, dass du diese ganzen Diener anlockst. Toll, toll, toll. Aber ich bin eine Prinzessin und ich erwarte Geschmeide, dass mir würdig ist und nicht diesen Müll. Mir ist egal, wie viele Dörfer du abfackeln musst. Morgen geht's wieder raus. Und jetzt bring meinetwegen diese Leute, mit denen du essen willst. Aber erwarte bloß nicht, dass ich koche. Das arme Tier. Ja. Dem müssen wir helfen. Oh, definitiv. Unbedingt. Oh Gott, wie kann man so schön. Wir haben den Drachen gefunden. Und Suldra. Suldra ist nett. Ja. Die
definitiv. Der Drache wird mit dem Stampfen... Das ist ein Hausdrachen. Ja, muss ich ja unter seiner Art verheiraten. Alles andere wäre ja wirklich abscheulich. Ja. Er wird zu euch auf den höchsten Wipfel kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn ihr heute mit uns speisen würdet. Dankeschön. Danke, sehr gerne. Steigt doch auf. Sehr freundlich von dir. Er wird dann mit euch zur Höhle fliegen und auch gleich hineinlaufen. Es ist für euch ja immer noch ein bisschen weiter als für ihn. Er kommt in eine große Höhle, die aufgebrochen ist, sodass er von da losfliegen kann. Es liegt eine Unmenge Gold, Silber, Geschmeide und Geklimper, Edelsteine aller möglicher Firlefanz in vielen, vielen verschiedenen Haufen, wie man sich das von einem Drachenhort so vorstellt. Es gibt keine Schädel von getöteten Tieren oder Menschen. Es gibt eine ganze Reihe in Dienerkleidung bekleideter Männer und Frauen, die einen seelenlosen, gar toten Blick in den Augen haben, den man so noch nie gesehen hat, die sich höflich verneigen vor euch und dann den Tisch quasi decken. Die Prinzessin selbst wird euch einen abfälligen Blick zuwerfen. Weiß gekleidet? Vielleicht, also das ist Mann und das ist Frau. Nicht mal Namen, Gottes Willen. Was schleppst du eigentlich an? Die kann ich wirklich nicht gebrauchen. Ich bin müde und ich habe Kopfschmerzen. Ich werde jetzt zu Bett gehen. Weck mich nicht. Und du bist Prinzessin Mara? Unterbrich mich nicht, Diener. Und glaub bloß nicht, dass du morgen den ganzen Tag fernsiehst. Du wirst mir schön das beschaffen, was sie gesagt hat. Ich gehe zu Bett. Sophie wirft dem Drachen einen sehr mitleidigen Blick zu. Sie hat gerade das starke Bedürfnis, ihn zu umarmen. Dann nehmt doch einfach Platz. Gerne. Wir haben verschiedene Speisen angerichtet. Ich selbst übe mich ja im Vegetarismus, aber für euch soll es natürlich auch gern ein gebratenes Huhn sein oder ein leckerer Schweinseintopf, was auch immer. Nehmt euch einfach. Ich selbst kann natürlich nicht irgendwie euch das Essen reichen. Und ihr alle heute, ihr geht eurer, bitte geht in eure Gemächer und habt einen Tag frei. Ich räume das dann irgendwie. Das übernehme ich dann. Oh, das ist doch wirklich nicht nötig. Ich wollte doch ein guter Gastgeber sein. Ich habe es gelesen in diesem Klischee. Ich mache sowas gerne. Kann ich wirklich nicht verlangen. Ich rufe euch zum Abräumen. Bitte geht eurer Dinge nach. Bedient euch bitte, Gäste zuerst. Danke. Sophie nimmt sich was zu essen. Ja, ich nehme mir auch was zu essen. Es ist eine wahrhaft lange Tafel. Das heißt, ihr müsst sicherlich aufstehen und euch was auf den Teller hieven, aber ist auch nicht schlimm. Suldra, darf ich dir eine sehr indiskrete Frage stellen? Was? Ihr müsst verstehen, die Sprache der Menschen ist nicht ganz mein Metier. War das richtig? Ja. Also indiskret. Eine persönliche Frage. Oh ja, natürlich gern. Darf ich euch danach eine persönliche Frage stellen? Klar. Ja. Oh, ja, dann bitte. Warum bist du noch mit dieser Frau verheiratet? Sie bringt mir das Leben der Menschen bei. Es ist ganz vortrefflich. Ich lerne viel von ihr. So wie ich es damals mit ihr ausgemacht habe. Es hat sich alles ergeben. Zum Besten. Ja, zum Besten. Das stimmt nicht. Was meinst du? Das Leben der Menschen kann so unendlich viel besser sein. Es scheint ein bisschen, als stündest du unter dem Pantoffel, wie man so schön sagt. Sie scheint sehr herrisch zu sein. Herrisch zu sein, das ist ein sehr guter Ausdruck dafür. Ist ein Pantoffel nicht dieses Stoff, was man sich über die Klauen zieht, damit einem genau. Winter nicht die Finger abfrieren? Ja, es ist eine eher Umgangssprache. Und
Es bedeutet, dass die andere Person der Herr im Haus ist und bestimmt, was zu tun wäre. Nein, das versteht ihr falsch. Aber bevor ich darauf komme, ich zuerst. Was ist ein Abort? Ein Ort, wo man seine Notdurft verrichtet. Dafür habt ihr Orte? Ja. Und warum schmeißt ihr dann alles auf die Straße von Zeit zu Zeit? Ich sah diese, hier, eine Sekunde, ich habe es mir im Gedächtnis behalten. Ja, genau, den Vater der lieben Anna, Puxalo Mirkaxana Tetlexamino Ruxabeltas Sixalano, sah ich auf diesen Abort schreiten und ich wusste nicht so, ich wollte auch nicht fragen. Aber die anderen der Stadt und der Dörfer, sie kippen regelmäßig ihren Notdurft auf die Straße. Wahrscheinlich haben sie einfach keinen Abort. Das ist richtig, das haben nur die Reichen. Beziehungsweise ist eine Kanalisation wahrscheinlich hier noch nicht erfunden. Sicher nicht, denn ich habe noch nie davon gehört. Aber um auf das Eigentliche zurückzukommen. Ich habe vergessen, um was das ging. Dass du gerne das Leben der Menschen kennenlernen möchtest. Ja, ja, und sie zeigt es mir. Es ist ganz wunderbar. Sie bringt mir so viel bei. Nein, das tut sie nicht. Sie bringt dir ganz komische Sachen bei. Dinge, die auch gar nicht stimmen, beziehungsweise ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen indiskret vielleicht. Sie nutzt dich aus? Oh, genau. Nein, 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 nein. Ihr kennt unsere Geschichte nicht. Ich kam zum König. Ihr müsst wissen, meine Vorfahren, im Gegensatz zu den euren Reichen, wo ihr so viele, außer euch, so viele Namen habt, wir Drachen haben dafür, wir haben auch eine andere Sprache, wir heißen alle Suldra, schon seit unendlich langer Zeit. Und meine Vorfahren, sie haben sich weniger um die Menschen bemüht und Brandschatzen und Morden und Reichtümer anhäufen und all das wollte ich nicht. Also ging ich zu diesem Herrn König und sagte, ich bitte dich, sende mir jemanden, der mir beibringt, wie die Menschen leben und wie wir gemeinsam zusammenleben können. Und er sagte, das ist eine ausgezeichnete Idee. Nimm meine Tochter, frag sie und nimm meine Tochter. Sie ist eine weise und kluge, eine sanftmütige Frau. Und ich sagte, was bedeuten diese Worte? Und er erklärte es mir, wie auch immer. Und ich fragte sie und sie war sofort einverstanden. Ich nahm sie mit und es ist seitdem wunderschön. Es kamen viele Leute immer wieder, um mit uns zu essen. Und viele blieben da, um bei uns zu arbeiten. Ich kann viele Dinge ja selbst nicht tun. Und natürlich braucht Anna, und da hat sie recht, als Prinzessin Leute, die ihr helfen. Darf ich dir dazu was sagen? Du darfst alles? Wieso solltest du etwas nicht sagen dürfen? Du brandschatzt und mordest doch jetzt auch. Du brennst die Dörfer nieder und raubst ihnen den Schmuck und das Geschmeide. Aber sie wissen ja, dass es, dass sie liebe Anna das braucht. Nein, das wissen sie nicht. Sie denken, dass du Anna geraubt hast und brandschatzt und mordest. Was? Ja. Jemand als... Das Problem ist halt, dass sie das nicht wirklich verstehen, was du gemacht hast, aber und auch nicht hören wollen, was du machst, wahrscheinlich, wenn du denen das sagst. Weil sie das schon sehr übel nehmen, wenn man ihre Dörfer niederbrennt. Und ihre Frauen schält. Aber ich habe, zum einen las ich, dass Asche ein wunderbarer Nährboden ist und die Menschen sind immer so versessen darauf, ihre Felder zu düngen und sie bauen so gern Häuser. Also dachte ich, eine Einäscherung ist immer genau das Richtige. Nein.
Und ich lasse doch nicht immer vorher eine Notiz da. Bitte entschuldigen Sie, aber ich werde in den nächsten Tagen vorbeikommen, um Ihre Behausungen niederzureißen und einzuäschern. Ich werde selbstverständlich ein wenig Schmuck für meine liebe Anna mitnehmen müssen. Ich hoffe, Sie bringen sich alle rechtzeitig in Sicherheit. Und bitte kümmern Sie sich auch um Ihr Vieh. Manchmal dreht es durch auf den Weiden vom ganzen Rauch. Das hilft trotzdem nicht viel, weil die Leute ihre Häuser ja mit viel Mühe aufbauen und es für diese Leute auch sehr kostspielig ist, so ein Haus zu bauen. Viele haben das Geld nicht, sind dann obdachlos. Oh, ich dachte, sie bauen so gerne Häuser. Sie beginnen immer sofort, wenn ich einmal vorbeigekommen bin. Ich kann es beim Fernsehen sehen. Ja, das Problem ist, dass die Menschen nicht ganz so wie Drachen sehr empfindlich auf Wetter reagieren und dementsprechend schnell eine neue Höhle für sich brauchen, beziehungsweise ein neues Haus. Dementsprechend sind sie dann sehr gehalten, das sehr schnell wieder aufzubauen. Oh. Also du tust den Leuten damit überhaupt keinen Gefallen. Im Gegenteil, du machst sie damit sehr traurig und sehr verzweifelt. Aber ich bin doch anders als meine Vorfahren, all die Suldras. Ja, ich glaube, du hast das... nicht. Deine Frau treibt dich dazu, genauso zu sein. Aber sie ist so glücklich mit all dem Gold und all dem Schmuck. Ja, weil... weil sie gierig ist. Was sie sagt. Aber der König schien ein guter Mann und er hat sie mir empfohlen. Ja, weil er sie loswerden wollte. Weil er sie nicht mehr ertragen hat. Er wollte nicht unter ihrem Kartoffel enden. Um jetzt wieder die Anspielung von gerade eben. Aber was tun? Schick sie dem König einfach zurück? Das kann ich ihr nicht antun. Das ist ihr Zuhause die letzten 5 Jahre. Und wie soll ich nur all das hier transportieren? Gar nicht. Sie muss sich auch mal in Bescheidenheit üben. Ist das etwas, was Menschen machen müssen? So ja. Wie... gelegentlich. Du könntest etwas tun. Du könntest sie zu ihrem Vater zurückbringen und all das Gold und Geschmeide... an den ganzen Menschen zurückgeben, deren Dörfer und Häuser du niedergebrannt hast. Damit würdest du jedem eine große Freude machen. Ich kann mich wahrlich nicht mehr erinnern, wo ich all dies her habe. Ach, ist nicht so schlimm. Verteilst du das einfach unter der armen Bevölkerung? Unter den Leuten, die täglich ihr Feld bestellen? Ja. Das ist für gewöhnlich die Ärmsten. Die ohne Abort. Genau. Ich könnte es einfach aus der Luft rieseln lassen. Genau. Macht es besser vom Boden aus, denn oder zumindest ein bisschen tiefer, denn wenn Goldklumpen Leuten auf den Kopf fallen, hinterlässt das schon immer schwere Wunden. Oh ja, sie sind sehr zerbrechlich. Ja, wie Schafe. Genau. Aber wer bringt es mir dann bei? Nun. Wir finden bestimmt jemand anderen für dich. Und zum Teil können wir es dir vielleicht beibringen. Oder du bittest einfach, wenn du den Leuten alles zurückgegeben hast und ein bisschen wartest, gehst du nochmal zu ihnen und bittest sie, dass sie dir jemanden schicken, der dir helfen kann, sie zu verstehen. Oder du sprichst einfach selbst mit ihnen. Aber ich würde ihn erst alles... vielleicht können wir dann ja mit ihm rüberfliegen. Werden sie nicht schrecklich wütend sein? Wenn du ihnen alles zurückgibst, warum? Nun, er sagte, sie mochten es gar nicht, dass ihre Häuser brannten. Das stimmt. Aber vielleicht verzeihen sie dir ja. Du wusstest ja nicht, was du da anrichtest. Das Zauberwort wäre dazu Entschuldigung. Das heißt etwas, nur um Vergebung zu bitten. Oh, ich weiß, was das ist.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist das mit dem unangenehmen Gefühl, wo man dann immer mit den Klauen scharrt und den Kopf ja, zu Boden. Das kenne ich bereits. Genau. Du könntest dich bei den anderen Dorfbewohnern entschuldigen. Ja, so wird es wohl geschehen müssen. Solltest du auf jeden Fall vorsichtig tun. Das könnte sein, dass ich sonst nicht aus Versehen auf jemanden drauf trete. Das meinte ich gar nicht, aber ja, das kann passieren. Es könnte sein, dass sie sehr große Angst vor dir haben und vielleicht mit Mistgabeln oder mit Pfeilen auf dich schießen. Und was soll das bringen? Ja, ich hoffe natürlich nichts, aber das darfst du dann nicht so als Handlung der Aggressivität wahrnehmen, wie sie es meinen, aber müsstest dann halt vielleicht mit ihnen kurz reden, sodass es A, nichts bringt und B, dass du ja da bist, um dich zu entschuldigen. Bisher dachte ich immer, sie sagen, ich soll diesen Kram auch gleich mitnehmen. Nee, versuchen dich dann zu verjagen, weil eine geworfene Mistgabel, wenn sie einen Menschen trifft, dann ist der Mensch danach tot. Für gewöhnlich. Ihr müsst ein schlimmes Leben führen. Oder ein sehr kurzlebiges, ja. Deswegen haben wir auch so viel Angst vor dem Wetter und deswegen bauen wir Häuser, die uns schützen. Wie geht ihr denn eurem Tagwerk nach und verrichtet eure Notdurft, wenn ständig diese Pfeilhagel umherfliegen? Da müsst ihr ja ständig sterben. Wir versuchen das zu vermeiden. Man muss sich um viel kümmern als Mensch. Ja. Aber das Leben wäre ja auch langweilig, wenn man keine Herausforderung hat, nicht wahr? Ja. Ja, gleich morgen früh. Ich kann sie nicht in ihrem Schlaf stören. Sie braucht ihn. Sie ist sonst früh schrecklich unerholt. Mach das lieber dann. Und wahrscheinlich etwas mürrisch. Aber jetzt mitten in der Nacht sehe ich nicht, wo ich sie absetzen kann. Die Menschen sind so weich. Das stimmt. Na gut, dann morgen am frühen Morgen. Das wäre vielleicht besser, ja. Gut. Ich denke, es ist so unhöflich, aber ich glaube, ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. In den Lüften. Kein Problem. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ja. Ihr müsst etwas mitnehmen. Irgendetwas von hier. Ein Gastgeschenk. Nein, ist das ein Gast? Doch. Genau, ihr seid die Gäste. Ein Gastgeschenk. Das macht man so. Sucht euch was aus. Das Einzige, was wir suchen, sind unsere Namen. Eigentlich. Tja, also sucht euch doch einfach was aus. Nennt euch dann einfach Goldene Kette mit Saphiren. Ihr findet bestimmt was. Stimmt. Es ist immer so schlimm, wenn man nicht weiß, wie man heißt, dann weiß man nicht, wer man ist. Und wie soll man dann tun, was man ist, wenn man nicht weiß, wer man ist? Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Oh. Okay. Dann ist ja gut, ich nämlich nicht. wir sehen uns bestimmt. Ich muss aber unbedingt. Holt ruhig die Leute, die gern helfen zum Abräumen. Ich bin in den Lüften. Und dann wird er abheben und aus seiner Höhle fliegen. Schön. Ich gehe mal kurz zu einer der Türen. Zu den Gemächern quasi. Und will da mal anklopfen. Ja, ein paar Sekunden später wird dann einer der ritterlichen Helden dahinter stehen und dich mit leerem Blick anstarren. Hi.
Ja. Kannst du mir sagen, wo die Küche ist, damit ich mit abhelfen, abräumen helfen kann? Ja, also, folg mir. Gerne. Wie heißt du? Trottel werde ich meistens genannt. Tollpatsch. Okay. Wie hieß du, bevor du hier hinkamst? Taugen nichts. Dummkopf war es. Aber das ist egal. Okay. Ich verstehe. Er wird dann mit dir zum Tisch gehen, ein paar der Sachen zusammenräumen und dann mit dir in die Küche gehen. Also in die eine Höhle, die dazu umfunktioniert wurde, der Höhlenseitengang da. Ja, ich würde ihn dann darum bitten, dass er den Rest zusammenräumt, während ich abwasche. Klar. Wahrscheinlich bin ich schneller beim Abwaschen, als er zum Reinräumen. Das war eine Riesentafel, aber ihr schafft das schon. Ja, das ist kein Problem. Also das ist halt, ne? Ja, passt schon. Und du bist schon lange hier? Ich glaube schon. Es muss schon ziemlich lange sein. Früher habe ich die Tage gezählt anhand der Wutausbrüche, aber es ist kein besonders zuverlässiges Zählwerk. Das kann gut sein. Vielleicht schreit sie auf den Weg nach Hause machen. Wo soll das sein? Na, da wo du herkommst. Ja. Dummkopf, nein, das ist keine Stadt. Ich sollte sie einfach suchen. Er wird die Teller fallen lassen. Zum Glück sind sie aus Blech. Und dann zum Höhlenausgang gehen. Wir schicken auch die anderen, also nach und nach immer so weg. Und beim einen würde ich noch fragen, so, Prinzessin, nicht wahr? Ja. Hat sie sehr viele Wutausbrüche? Sie hat viele Bedürfnisse, zu viele, als dass ein einzelner Mann oder eine ganze Armada von Dienern sie erfüllen könnten. Wer würde nicht leicht erzürnt sein, wenn er ein so schweres Leben führt mit so vielen Ansprüchen und keinem, der sie erfüllen kann? Ja, nicht wahr? Schlimm sowas. Ich leide auch schon ein bisschen mit ihr. Was ist denn die beste Möglichkeit, um sie eventuell wieder glücklich zu stimmen? Entschuldigung, wo kam das denn her? Das habe ich schon mal gehört. Fragt nicht mich, fragt einen Mann mit einem riesigen Gehirn. Okay. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Hältst du das für eine gute Idee, die Prinzessin wieder ins Königreich zu lassen? Was willst du denn sonst mit ihr tun? Naja, was macht denn eine Prinzessin zu einer Prinzessin? Ihr königliches Auftreten, ihr Schmuck und ihre Kleider. Ihre Krone. Wenn wir die Krone wegnehmen, ist sie keine Prinzessin mehr. Genau. Bringen wir sie doch einfach in ein Dorf. Dann trauern die auch nicht mehr. Naja doch, die Prinzessin ist ja noch weg, weil die Prinzessin ist ja noch immer weg.
Aber auch sie wird schwarz tragen. Auch sie wird trauern, dass die Prinzessin nicht da ist. Dann wird sie ein demütiges und einfaches Leben führen müssen. Damit sie merkt, wie die wirkliche Bevölkerung landet, erlebt. Ja. Ich glaube, das könnte ihr sehr gut tun. Ich glaube, so könnten wir ihr helfen. Ich glaube zwar nicht, dass der noch zu helfen ist, aber von mir aus. Doch, ich glaube, das könnte ihr gut tun. Könnten sie mit dem Stollenträufer heiraten? Ich glaube, die beiden würden sich gut verstehen. Eine interessante Sache. Ich glaube, das wäre... Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den... Der Stollentroll nimmt sie bestimmt. Aber möchten wir ihm das antun? Ja. Bevor sie nicht Demut gelernt hat? Ja. Er bringt ihr mit Sicherheit Demut bei. Ich glaube, er ist dazu in der Lage, ihr Demut beizubringen. Ich glaube, kein anderer. Aber wird es ihm gut tun? Ich glaube schon. Naja, sie wird ihn beleidigen. Ich glaube schon, dass das gehen wird. Ich meine, ist er derjenige, der die ganzen Helden zu ihr gebracht hat? Ja, das ist ja... Also, ich glaube, die beiden werden sich gut verstehen. Die verdienen sich gegenseitig. Aber hilft es ihm denn weiter auf seinen... Ja. Also, wie denn? Also er ist traurig, weil ihn keiner mag. Und wenn wir ihm jemanden geben, der... Er hat die ganze Zeit diese ganzen Helden zu hier in die... Hast du dir die mal angeguckt? Das sind Marionetten. Der hat sie doch die ganze Zeit hierher gebracht. Und zwar, ich glaube, mit purer Absicht, weil er wusste, was da passiert. Ja, das hilft ihm ja nicht weiter dann. Doch, das hilft ihm weiter. Auch er lernt Demut. Bist du sicher? Ja. Die Argumentation ist gut. Ich glaube, so machen wir das. Ja, ich finde das auch gut. Wie stellt sie das denn an? Das ist eine gute Frage. Ja, wir können sie... Kommt doch mal, wie gut sie schläft. Aber wir sollten vielleicht vorher mit unserem neuen Freund reden. Ja, der kommt schon irgendwann wieder. Was macht ihr denn bis dahin? Naja. Tee trinken. Wir sollten, genau, Tee trinken, also Tee aufsetzen, Tee trinken. Wir sollten uns irgendwas aussuchen. Ich suche mir mal was Schönes aus. Ja. Es gibt zum Beispiel, also, ich weiß nicht, ob du mit Schmuck viel anfangen kannst. Es ist halt natürlich auch sehr viel Frauenschmuck dabei, muss man so sagen. Wobei so ein paar Siegelringe gehen immer. Die wären für alles angemessen. Kleider auch eher des weiblichen Naturells angemessen. Es gibt eine Zange mit einer Hummel drauf. Also quasi so drauf gestanzt quasi. Und es gibt... einfach ein paar Vorräte an Stoffen und sowas, wobei ich weiß man nicht, wie man das dann mit zurück... Also man weiß sowieso nicht, ob man was davon zurücknehmen kann oder nicht. Ansonsten Salzvorräte, falls euch das interessiert, Kohle aus irgendeinem Grund, aber die ist voll eher aus dem Stollen ausgebrochen und liegt da nur mit in dem ganzen Haufen drin. Nö, ich finde diese Zange mit der Hummel schon ziemlich cool. Würde mich ja fast überraschen. Sophie. Bei dir ist es sogar schwieriger. Wieso? Vielleicht wird es auch einfach nur ein Stück Kohle, das brauchst du zum Zeichnen. Siehste, und deswegen ja eben nicht.
Sie zeichnet sich doch alles, was sie wissen muss. In dem Fall nicht. Oh, okay. Doch, vielleicht gibt's da was. Es gibt eine Zeichnung. Und zwar auf Kohlebasis. Auf einem hellen Tierleder. Und zwar von 3 Blättern und 3 Früchten von der Stechpalme. Huh, dann nehme ich die mit. Kannst du jetzt immer noch behaupten, dass du die selbst gemalt hast? Nein, das tue ich nicht. Hey, ich wollte dir helfen. Gut, ihr nehmt diese Gegenstände an euch. Ja. Okay, David. Mhm. Du trugst viele Namen. Es ist völlig verständlich, denn du hattest offenbar viele Leben. Du warst einst ein stolzes Heinzelmännchen vor langer, langer Zeit im Hause Dougal. Du hast deinen Herrn Ehre gebracht durch deine Taten und du hast von ihnen auch, wurdest mit, von ihnen mit Respekt behandelt. Denn du hast dich schon am Hofe und also an früheren Höfen, die noch von den Menschenwelten nur weit mehr getrennt waren als jetzt, hervorgetan. Durch alles, was du tatest, was immer auch, was freiwillig war, um des Schaffens willen, aber auch um die Ehre deines Hauses, dem du dich angeschlossen hast, zu nähren. Du hast sogar die Heinzelmännchen, zumindest einen kleinen Teil davon, mobilisiert, um gegen eure Feinde zu kämpfen im Namen deines Herrn. Du warst der Träger des Hummelbanners selbst. Ein weiterer Name, der dir in den Kopf springt, Hüter der 1000 Wasser, wobei du nicht weißt, was genau es damit auf sich hat. Du weißt aber, dass du fast den Ritterschlag erhalten hättest. Etwas, was in den damaligen Zeiten, als die Menschen gerade mal aus den Höhlen herausgekrochen sind und ihre ersten primitiven Behausungen gebaut haben. Eine unvorstellbare Sache war, niemand hätte da einen Gemein geadelt. Aber es wäre fast so weit gewesen, weil du den Traumstein fast fertiggestellt hattest, ein Artefakt ungeheurer Macht. Für deinen Herrn auch. Und du hättest ihm den übergeben, denn du wusstest, dass dein Herr Dougal selbst, dein Hochkönig, ihn weise mit Vernunft und nicht für Kriegszwecke eingesetzt hat, was auch immer er gemacht hätte. Aber sie war es, Sophie, die dir eine Prophezeiung nahebrachte, die, der genaue Wortlaut ist über die Zeit verwischt, die dich dazu gerade zwang, den Stein an dich zu nehmen und zu fliehen von dem Hof, an dem du ein Leben verbracht hast, nämlich alle Leben, bis irgendwann die Welten auseinander, also ein unendlich langes Leben, bis die Welten auseinanderdrifteten und ihr euch in Menschenblut eingeebnet habt, etwas, das du jetzt aus irgendeinem Grund weißt. Und du musstest diesen fast fertigen Stein, was sehr schade ist, es wäre das größte aller Werke gewesen, verstecken in der Höhle, in der Grotte. Denn sonst wäre er gekommen, nicht Dougal, sondern er, wer auch immer, jemand, den du gut kanntest, und hätte ihn an sich genommen. Und er hätte nicht weise, und er hätte nicht um des Friedens willen, nicht um der Menschheit willen und nicht um der Feen willen damit gehandelt. Es ist klar, dass du mit Schande aus dem Haus bist und dass du verfolgt wurdest, denn du hast gestohlen von deinem Hochkönig. Du bist geflohen. All die Leben, die danach kamen und den Rest dieses einen unendlich langen Lebens. Aber du bist zum Glück nicht allein auf der Flucht gewesen, denn Sophie war eigentlich ab dem Zeitpunkt immer bei dir. Denn direkt als du ihn versteckt hast an einem, also den Stein, an einem Ort, den auch Sophie zum Glück nicht kennt, habt ihr euch diesen Eid geschworen auf dem Berg mit dem Zeugen. Du weißt, dass der Zeuge eine Frau war, aber mehr weißt du davon nicht mehr. Sophie. Wie hieß der Stein? Traumstein. Also eigentlich hätte er ihr gewiesen, großer Traumstein Davids, aber ich meine, Sophie. Natürlich warst du eine Scheiß-Ski. So mal ehrlich. Hast ja schon viele Features, wie man im Deutschen sagt, davon gehabt. Aus dem nicht als so ehrenwert betrachteten Hause Eilund. Und dein Hof war der des Winters. Was für eine Überraschung. Aber
Du hast auf alle Titel, auf alle Anwesen, auf alle Ansprüche verzichtet. Du hast darauf verzichtet und dich mit drei anderen Ski aus anderen Häusern und von anderen Höfen zusammenzutun und mit dem Traum selbst einen mächtigen Pakt zu schließen, der euch zu etwas anderem gemacht hat als Adligen und zu etwas anderem als den meisten Feen. Ihr habt euch zusammengeschlossen, um gemeinsam vor einer Bedrohung warnen zu können und um die Feen und vielleicht auch Menschenwelt zu schützen. Welche Bedrohung das auch immer ist. Ihr habt abgelassen von eurem alten Leben, so wie du schon in der Vergangenheit immer wieder auch jetzt in deinem Menschenleben abschließen musstest mit dem bisherigen. Ihr habt in Arkadien selbst, auf dem höchsten Turm des höchsten Berges, in den Wolken, auf dem Berg der Jahreszeiten selbst, ein Eid geschworen. Und der Traum gab euch die Gabe des Blickes in Vergangenheit und Zukunft, die zwar allen Ski nachgesagt wird, aber ihr besitzt sie sicher und in einer Form wie sonst keiner. Du weißt, dass du unsterblich bist, dass du als, auch als Mensch, auch in der heutigen Welt, wo die Feen so schwächlich sind und sich in den Menschen verstecken müssen, unsterblich bist, nicht altern kannst. Es sei denn, einer von den drei anderen stirbt. Dann wirst du dein Feen selbst vergessen und als Mensch deine sterblichen Tage fristen, ohne das Wissen, das du einst hattest und ohne die Wunder des Traums. Und du weißt, dass du in deinem letzten Leben, zur Zeit der Mondkriege, mit David zusammen noch etwas Großes vorhattest, etwas Wichtiges vorhattest. Aber dieses Leben wurde dir genommen. Genommen, bevor deine Bestimmung vollständig erfüllt werden konnte in diesem Leben. Auch du hattest natürlich viele Namen. Namen, die nicht zwingend so positiv klingen wie die von David, auch wenn David den einen natürlich nicht zwingend jetzt mit was Positivem in Verbindung bringt, aber da du den Winter repräsentierst und der Winter für viele Feen etwas doch etwas Schwieriges ist und auch für die Menschen, nannte man dich Prophetin der Nacht oder Orakel des Argwohns, Botin des Verfalls, aber auch Gesandte der Reinheit und das mystische Auge. Du hast David gewarnt und ihr seid zusammen aufgebrochen und ihr habt euch verschworen, weil ihr beide... Er war auf der Flucht, du musstest seine Flucht sicherstellen und danach habt ihr euch zusammengefunden und seid es bis heute geblieben. Und während ihr euch an all das erinnert, merkt ihr vermutlich gar nicht, dass die Welt um euch sich auflöst und ihr werdet... erst mit der Zeit erkennen, dass ihr dieses Wissen, was ich euch gerade gegeben habe, behaltet, aber viele der Erinnerungen, die ich am Anfang des Abends angesprochen hatte, euch tatsächlich entrinnen und die euch auf der Hand dieser Statue wiederfindet. Ihr seht in einiger Entfernung die rothaarige Frau von vorhin noch auf das Schloss zugehen. Es kann auch gar nicht so lange her sein, dass sie davon geschritten ist, denn ihr seht noch einige Blumen ihr hinterher nachwelken. Kurze OT-Zwischenfrage. Wie lange wollen wir noch? Ein bisschen würde ich jetzt noch, jetzt wo es gerade spannend wird. An der Stelle aufzuhören wäre dumm, ne? Okay, genau. Gut. Macht erstmal. Wow. Oh, David, du trägst noch das Wappenschild, ne? Yep. Es blutet noch immer. Mhm. Das habe ich mir gedacht. Alles klar, jetzt weiß ich auch, wer mit dieses Wappen gehört. Also, beziehungsweise, warum es blutet. Leg's mal ab. Ja, nee, ich glaube, das sollte ich gleich mitnehmen. Leg es mal ab. Ich leg es ab. Sophie nimmt's okay. Wieder. Ja. Deine Hälfte bleibt weiß und die von David bleibt so, wie sie ist, aber ihr beide spürt,
dass dieses Wappenschild etwas ist, das es hat nicht direkt einen eigenen Willen. Aber ihr seid durchflossen und beseelt von den Mächten des Traums. Mächten, denen ihr gerade in den letzten Stunden oder vielleicht auch nur Minuten mehr ausgesetzt wart als jemals in eurem Leben, die ihr in euch tragt und die ihr verwenden könnt. Mhm. Gut. Also ich bin aus dem Haus geflogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber... Ja. Okay. Sollten wir vielleicht nicht sagen, dann wissen die, wo wir sind. Oh, shit. Ich fürchte, dazu ist es jetzt ohnehin zu spät. Möglicherweise. Na, immerhin, nicht wahr? Hm. Ich fürchte, wir müssen reingehen. Ich fürchte auch. Und ich bin keine Ski. Was bist du dann? Keine Ski. Willkommen bei den Heinzelmännchen. Danke. Immer wieder gern. Hier ist bereit wie immer. Sie hält ihm die Hand hin zum High Five. Ja, das ist kein Problem. Ich bin ja der Träger des Hummelbanners. Ich kann bestimmt auch neue Heinchenmännchen aufnehmen. Keine Ahnung. Why not? Nein, ich fürchte, ich habe eine andere Aufgabe. Haben wir eigentlich diese Dinge noch? Ja. Sie sind Teil eurer chimärischen Feenerscheinung. Ihr habt sie immer, egal was ihr anzieht und egal, ihr habt sie immer dabei. Ihr greift in irgendeine Tasche, die ihr habt oder irgendwas anderes und sie sind da. Weil dann müsste man jetzt auch diese Zeichen wirklich deutlich sehen, die auf Sophies Körper sind. Ja, aber du kannst sie immer noch nicht lesen. Das stimmt, aber sie sind da. Ja. Ach, Sophie. Hm. Du weißt, dass ihr vier natürlich in einer Art verbunden seid. Wenn du dich und deinen Namen erkennst, so tun es die anderen auch. Ihr könnt nur zusammen auf der Erde wandeln. Alles andere wäre ja auch Blödsinn. Natürlich. Das heißt, gerade irgendwo in irgendeinem Auto ist gerade irgendjemand so: Nein. Alter, ich bin der Sommer. Nein, irgendwo an vielleicht x anderen Höfen, sagen wir mal 1 bis 3, sind gerade andere wieder aus dem Traum zurück und haben ihren Namen erkannt. Das andere muss schon vorher passiert sein. Die Welt ist okay. Ja groß. Dann lass uns gehen und die Sache hinter uns bringen, hm? Würde ich sagen. Sophie hat dieses Leder auch immer noch in der Hand. Okay. Ihr geht auf die großen Tore dieses Glas und Kristall. Natürlich sind es bei näherem Hinblick Salzkristalle. Natürlich. Palast ist zu. Davor stehen... Ein ordentlicher Regenguss, ne? Junge, der würde echt den ganzen Tag versauen. Kein Wunder, dass sie es immer so heiß wollen. Davor stehen blaue Riesen. Übermannsgroß, mehr als übermannsgroß. Mit dicker, horniger Haut. In prunkvoller Rüstung. Mit dem Zeichen dieses Greifen. Die klatschen, wenn ihr kommt. Dafür stellen sie auch ihre Speere kurz beiseite. Willkommen! Willkommen. Eine Skatach? Herrin? Und wertes Heinzelmännchen. Tretet ein, wir öffnen die Portale. Dankeschön. Sie werden dann die schweren Türen mit einiger Anstrengung und ohne nicht dagegen drücken aufstemmen. Und dahinter liegt direkt offenbar ein, nennen wir es mal, Thron- und Veranstaltungssaal. Er reicht nicht bis in die Wolken, aber fast. An vielen, vielen Tischen sitzen die wunderlichsten Gestalten. Ich meine, ihr habt einiges gesehen. Es gibt Feen, die viele Merkmale von Tieren haben. Es gibt
puppenhafte, dürre Gestalten, die vielleicht ein bisschen an die Saalpinsel erinnern. Ihr seht nichts, was man irgendwie, wo man sagen würde, das wäre eine Rotkappe. Ihr seht aber dafür einige Saartüren. Ihr seht Leute in orientalischen Gewändern mit sehr tiefen Augen und mit geheimnisvollen Gesten die ganze Zeit rumhantieren. Heinzelmännchen natürlich en masse und einiges mehr. Der Raum wird aber erfüllt von den wenigen Ski, die sich um den Thron versammelt haben. Ich beginne. Anders, nein. Ihr werdet reinkommen, die Leute werden erstmal klatschen. Mit den Gläsern auf den Tisch schlagen und was man noch alles machen kann. Sie werden sich dafür auch erheben. Allerdings gleiten schon einige Blicke über das Wappenschild. Dann wird einer der blauen Riesen vortreten, der direkt hinter dem, neben dem Thron postiert war. Werte Neulinge, begrüßt zu meiner Rechten Herr Hona vom Hause Dougal und erster Berater des Grafen. Zu meiner Linken zu meiner Linken Herrin Elera vom Hause Fiona und zweite Beraterin des Grafen. Hinter dem Thron Baroness Soff vom Hause Eilund, Hüterin der Baronie Leipzig der Toten, und kniet vor Graf Sarkasch vom Hause Gwydion. Kurze Beschreibung. Die der Namen wäre gut. Reicht das, wenn ich dir die... Ach nee, die brauchst du ja jetzt vielleicht schon, ne? Obwohl brauchst du... Ja, doch, ich krieg sie gleich, warte. So schnell kann ja schließlich keiner mitschreiben. Das stimmt. So. Wir fangen an mit der Baroness, die leicht versetzt hinter dem Thron steht. Denn die hebt sich von den anderen Schienen ein bisschen ab. Im Gegensatz zu denen ist sie nicht voller Glanz und voller edlem Aussehen, sondern sie geht eher in die schreckliche Richtung. Sie ist ziemlich klein im Gegensatz zu den anderen, vermutlich nur so groß wie du, David. Mager, nicht schlank wie die anderen, sondern mager und in einer Art Leichentücher hier wandet. Und ihre Augen sind vollkommen schwarz mit einer weißen Iris. Sie macht einen eher unangenehmen Eindruck, zumindest auf die blauen Riesen, die um den Thron versammelt sind, die werden weniger nah bei ihr stehen als bei dem Rest. Die Fiona hat man ja. Der Dougal, der... Na gut, also. Er hat sehr scharfe Kanten und das überall am Körper, nicht nur im Gesicht. Natürlich ist er bartlos und seine Bewegungen, denn er wird sich jetzt leicht über die Hand fahren, wirken wie berechnet, präzise, akkurat und als würde er die ganze Zeit ein Skalpell führen. Seine Augen sind leuchtend grün, aber kalt. Außerdem trägt er sehr komplizierte Geräte am Gürtel, vielleicht irgendwelche Messgeräte oder irgendwas, die mit unnötig vielen Zahnrädern funktionieren. Das sieht man schon mal. Es sind auf jeden Fall unnötig viele. Ach genau, die Fiona trägt an ihrer Kleidung jetzt ein Wappen, das ist aber einfach nur ein Löwe, das ist relativ unspektakulär und hätte man sich fast denken können. Die Eilund suche ich euch gleich raus, aber ich mache erstmal den Grafen selbst. Der Graf Sarkasch, oder Flummi, kannst du nebenbei mal Eilund googeln? Muss einfach nur eingeben, Eilund Haus. Graf Sarkasch nimmt den Thronsaal ein, obwohl er natürlich längst nicht so groß ist wie dieser gesamte Raum. Aber es wirkt so, als würde dieses ganze Gebäude, dieses ganze Schloss und vielleicht auch die Ländereien darum nur stehen, weil er hier sitzt und darüber wacht. Er ist wahrlich ein Herr der Salzlande, von hier bis Prag. Er
wirkt wie ein Mann, der, wenn er die Hand hebt, diesen ganzen Saal mit vielleicht 100 Feen sofort zum Verstummen bringt. Und er wirkt wie ein Mann, der seine Augenbraue, er wirkt nicht mal wie ein Mann, was erzähle ich denn, er wirkt wie ein Gott, der, wenn er seine Augenbraue hebt, euch auf die Knie zwingt. Und zwar in einer Art, die euch die Kniescheiben bersten lassen, wenn er das will. Jemand hat neulich gesagt, er isst die Sterne und trinkt die Sonne. Vermutlich stimmt das. Er hat blitzende Augen, sein Umhang selbst ist aus Gewitterwolken. Und er ist natürlich in einer prunkvollen Rüstung da sitzend und er isst alles. Wenn ihr ihn später mal seht, ist es nicht ganz so. Aber in diesem ersten Moment ist er auf jeden Fall, ich sag mal, Doc King. Ah ja, danke, Flummi. Das ist das Wappen, das die Frau hinter dem Thron trägt mit den Leichentüchern. So, die letzten Worte des Treus, bevor ich mich in meinen Meanderungen ergeben habe, war: kniet vor dem Grafen. Ich fürchte, bei der Erscheinung, die du uns da gerade geliefert hast und bei der Präsenz wird uns wohl kaum irgendetwas anderes übrig bleiben, oder? Euch bliebe etwas anderes übrig, wenn ihr das unbedingt wünscht, Willenskraft einsetzt und würfelt. Dann habt ihr eine Chance. Ich glaube, jetzt für den Anfang ist es ein bisschen früh. Genau. Ich will euch nicht zwingen, aber eigentlich schon. Was? Ich will euch nicht zwingen zu knien, aber eigentlich schon. Ja. Also jetzt für den Anfang ist es ein bisschen früh für die Revolte. Da haben wir noch genug Zeit für. Ja, und vor allem habe ich gerade ganz andere Probleme als diesen scheiß Grafen. Du meinst blutende Wappenschilde? Ja, und ein Typ von dem Haus genau vor mir, vor dem ich fliehe, vor dem wir fliehen. Ich bin auch nicht so ganz vorbereitet, dass das so rumgelaufen ist. Du wolltest ja unbedingt dieses scheiß Schild haben, das hatte ich alles nicht bedacht. Ist aber nicht so schlimm. Wir improvisieren heute ein bisschen. Er wird sich erheben, die Meute wird schweigen. Wenn er sich erhebt, dann überstrahlt er diesen gesamten Raum, sodass ihr die Augen abwenden müsst von dem Blenden. Sonne. Seid willkommen am Hof des Salzes und seid willkommen in eurem zweiten Leben. Wir wollen euch heute ehren, Neuankömmlinge. Stellt euch vor. Oti, uns hat niemand gesagt, wie man sich jetzt vorstellt, oder? Das hat wohl einfach jeder vergessen, diese dreckigen Schweine. Ihr müsst nicht schüchtern sein, es ist das, was in eurem Herzen ist, was euch auf der Zunge liegen wird. Und das ist immer richtig. Moment, ich muss mir jetzt mal eben kurz nochmal einmal kurz was andingsen gucken. David kann auch gerne anfangen. Ich glaube nicht, dass der sich trauen wird. Das stimmt. Nein, also sie fängt schon an, ich muss nur ganz kurz was gucken. Lass dir Zeit. Ich weiß nicht, ob das vorhin klar wurde. Als du Orakel wurdest, hast du nicht nur deinen Titel abgelegt und das Skidasein, sondern auch deine Mitgliedschaft im Hof des Winters. Du bist das Orakel des Winters, aber du gehörst eigentlich nicht zu dessen Hof. Ich weiß. Gut. Sie steht dann auf, es sei denn, sie kann nicht aufstehen. Das kannst du garantiert nicht. Okay, dann bleib ich knien. Aber du kannst den Kopf wieder heben. Dann werde ich das tun. Der Nachname blieb eigentlich, ne? Das, oder war das jetzt, weil das mit dem Namen habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden, weil eigentlich haben wir ja keinen richtigen Namen jetzt. Wir haben ja eigentlich nur unsere alten Namen. Ihr wisst, dass ihr immer Sophie und David wart. Ihr habt diesen Namen nur die Bedeutung eurer alten Leben beigemessen jetzt. Okay. Oder könnt das? Aber die Nachnamen sind egal, im Grunde genommen. Ach, Nachnamen waren für Feen nie relevant, das sind Affin oder Menschen. Dann hebt sie jetzt den Kopf. Mein Name ist Sophie und ich bin das Orakel des Winters. Es ist uns eine Ehre, an diesem Hof eines der vier Orakel begrüßen zu dürfen.
Wir haben schon lange darauf gewartet, dass die Vier sich wieder erheben. Und wir sind gespannt und voller Erwartung auf eure Prophezeiung. Ihr seid uns immer willkommen an diesem Hof. Und ich werde versuchen, ein weiser und gerechter Herrscher zu sein. Wie für euch, so auch für alle anderen. Doch, ich muss euch sofort fragen, es ist nie ein Gesetz gewesen. Die hochheiligen Tuatha De Danann haben es nie festgelegt für euch. Aber bisher schien es mir immer so, als wären die Orakel neutral und hielten sich aus den Geschäften der Höfe hinaus. Ist dem noch immer so? Das wird die Zeit zeigen. Gut. Ich danke euch. Erhebt euch. Sie steht auf. Es ist alles auch jetzt sehr viel leichter und ein Teil der Macht dieses Raums durchfließt dich und erfrischt dich auch. Bestärkt dich nicht, erfrischt dich. Sein Blick, und das spürst du, David, ruht jetzt auf dir. Mein Name ist David, Träger des Hummelbanners. Sei willkommen, David. Oh. Ich schiebe kurz zu diesem Dougal-Typen. Er sieht dich mit einem Blick an, der... Es liegt so viel Macht in dem Hass, den er für dich bereithält. Über Jahrtausende gegoren, nie haben sie dich in die Finger bekommen. Und hier bist du und kniest vor seinem beschissenen Grafen. Und er hat dich direkt hier, die Wanze, die du seinen Hochkönig bestohlen hast. Dann gucke ich ihn an, grinse aus dem Hause Dougal. Ich denke nicht, dass du grinsen kannst, es tut mir leid. Also nein, du kannst es versuchen, wenn du möchtest. Du musst aber Willenskraft einsetzen und ich würfel für dich. Gerne. Gut. Ist das viel? Das ist ein Erfolg. Lass ich mal dagegen würfeln. Du kannst grinsen und du kannst es sogar sagen. Cool. Sehr beeindruckend. Was du jetzt siehst, und das wird dir leider auf jeden Fall, da müssen wir ja nicht würfeln, das Grinsen wieder vertreiben. Das war schon eine ziemliche Machtdemonstration hier, mein Junge. Die Wut, die im Gesicht des Dougal steht, lässt den Stuhl, das ist ja kein Thron, auf dem er saß, davonhüpfen. Die Tassen um ihn herum, die Flüssigkeit darin, wird aus ihnen herausschwappen und sich so weit wie möglich von ihm entfernen. Die Trolle, die blauen Riesen hinter ihm werden auf die Knie stürzen und alles wird ein Stück von ihm wegrutschen. Auch du. Ach so. Ja, ist okay. Okay. Sei willkommen, David. Vielen Dank. Jede Fee, die unseren Hof betritt, ist ein freudiges Ereignis, aber wir kommen nicht umhin. Wir müssen hier und jetzt ein Gericht halten. Hona aus dem Hause Dougal, nehmt ihr David auch weiterhin in euren Reihen auf? Nein! Wäre das geklärt? David, Träger des Hummelbanners, hast du den Traumstein vor einer Äonen Jahre, als er noch nicht ganz fertiggestellt war, den du deinem Herrn und Hochkönig versprochen hast, an dich genommen und außerhalb seines Reiches geschafft? Ihn sicher verwahrt, mein Herr, für die Zeit, da es reif ist. Du hast gestohlen. Ich habe meinen Herrn und sein Eigentum beschützt.
Gibt wie es einen Fürsprecher für David, Träger des Hummelbanners und Heinzelmännchen? Sophie konnte das bezeugen, oder? Dass es so war. Ja, aber pass auf. Der Dougal wird im Raum jeden anblicken und ihn zum Schweigen bringen. Die Kiefer werden dir automatisch zusammenkrachen. Wenn du möchtest, darfst auch du würfeln und darfst auch du Willenskraft ausgeben. Dann möchte ich das jetzt tun. Sehr schön. Wie viel Willenskraft hast du? Sagst du mir schnell. Das muss ich jetzt selber nachgucken. 6. Nice. So, du hast 0 Erfolge. Ach nee, warte mal. Das ist ärgerlich. Verwirrt. Ja doch, du hast 0 Erfolge. Und sehr gut. Den brauche ich dann jetzt eigentlich gar nicht würfeln. Du willst das unbedingt. Aber es gelingt dir einfach nicht. Deine Kiefer sind zusammengepresst wie mit einem Schraubstock. Ich hasse die Ski! Du hast doch allen Grund dazu. Man hört ein leises Klacken, wo mein Herz zerbricht, dass sie nicht für mich einsteht. Okay, aber ich meine, du merkst schon, dass du nicht mehr selbst für dich einstehen kannst weiter, weil auch ja! du bist genauso dran, aber warte mal. Das war auch eigentlich eher so gesagt. Also, die Sache ist, dass vom hinter dem Thron wird jetzt neben dich treten die Frau in dem Leichentuch. Sie wird... Ja, sie wird sich einfach neben dich stellen. Der Träger des Hummelbanners hat seine Strafe bereits abgegolten in all den Jahren der Flucht. Euer Haus war's, Hona, das mich und meine Schwestern darum bat, ihn zu verfluchen. Keine Nacht hat er mit einem wohligen Traum verbracht. Kein weiches Lager, keine wohlschmeckende Speise hat er genossen. Und seine Reise war beschwerlich, tausende von Jahren. Er wurde bestraft und ich kann euch nur darum ersuchen, Graf Sarkash vom Hause Gwydion und Hof des Sommers, ein mildes Urteil zu fällen. Ist er doch ein großer Erschaffer und großer Erbauer. Und ich kann auch weiterhin nur hoffen, dass alle, die für David, Träger des Hummelbanners, einstehen möchten, nicht zurückgehalten werden von dem Ankläger. Sophie, wenn du willst, kannst du jetzt. Dann tritt Sophie einen Schritt vor. Es ist so, wie er es gesagt hat. Er hat durch seine Tat ein großes Unheil verhindert. Im Namen meines Hauses bist du verbannt aus allen Häusern Dougals. Du wirst bei ihnen keinen Unterschlupf und keine sichere Unterkunft finden. Nur der Escheat wird dir zugesagt werden. Kein Handel wird mit dir getrieben und auf ihren Ländereien bist du nicht willkommen. Aber in meiner Grafschaft in den Salzlanden bist du es. Deine Strafe ist abgegolten. Erhebe dich. Ich erhebe mich. Es ist OT Exzellenz, ne? Ja. Danke, meine Exzellenz. Bedanke dich nicht für ein gerechtes Urteil und sieh es nicht als Sieg. Deine Strafe hast du in all den anderen Leben bereits erlitten. Übergib das Wappenschild. Ein blauer Riese tritt vor und würde es dir abnehmen. Das hat Sophie. Und das hat Sophie. Ja. Mhm. Wusste ich doch. Sophie gibt es bereitwillig ab. Ja, ich würde auch ein bisschen mit dem Kopf nicken. Gut. Wir wollen feiern auf die zwei neuen Seelen, die wir willkommen heißen können. Darauf, dass der Traum noch immer genug Kraft hat, um in dieser kalten, eisigen und furchtbaren Welt der Menschen, die wir jetzt bewohnen müssen, die eigentliche Seelen der Fee noch einmal zum Erstrahlen zu bringen. Wir wollen trinken und wir wollen tanzen. Wir wollen essen und wir wollen Spaß haben. Bitte spielt auf zum Tanz und genießt es. Morgen früh macht ihr euch erneut auf
und besucht meinen Hof, denn zur Mittagszeit erhaltet ihr euren Mentor. Dann werden alle sich erheben und klatschen mit den Füßen, trommeln. Einige werden johlen. Die Slua nicht. Der Dougal wahrscheinlich auch nicht. Oh, der Dougal wird ziemlich zackig sich umdrehen und aus dem Thronsaal gehen. Alles klar, schau erstmal den ersten Todfeind. Juhu! Während alle jetzt so ein bisschen, nicht eskalieren, aber alles ein bisschen ausgelassener wird, fällt euch beiden auf, dass auf jeden, zumindest der Graf selbst, das kennst du ja von Sophie auch, er kriegt einen sehr glasigen Blick und scheint die Welt nur noch so halb wahrzunehmen, aber auf eine andere Art. Man könnte es als arrogantes Gehabe abtun, aber er scheint von einer anderen Szenerie als der hierigen beschlagnahmt. Die Baroness wird ebenfalls den Hof verlassen, und zwar gänzlich, also aus den Flügeltüren treten, mit ein paar offenbar ihrer Vasallen oder was auch immer. Und die Fiona, die würde erstmal sich an irgendeinen Tisch setzen, zum paar Gemeinen, die natürlich das Haupt neigen und dann erstmal mit ihnen einen trinken. Wir setzen uns zu irgendwelchen Leuten dazu. Ich hätte mich jetzt zu Fiona, zu dieser Lehrer gesetzt. Achso. Zu wem hätte er? Zu der willst du dich setzen? Na klar! Der will sich jetzt einen Ski angeln. Dann will ich mich, ne, will ich mich quasi ihr nähern. Aber wieder eine Verneigung machen bei ihm. Dürfen wir uns dazu setzen? Du bist nicht dabei. Dann sagt er vermutlich, darf ich mich dazu setzen. Achso, darf ich mich dazu setzen? Mein Glückwunsch. Und natürlich, es ist dein Tag. Vielen Dank. Ich hoffe, die Strapazen eurer Reise haben dich nicht zu sehr beansprucht. Nun, es war erstaunlich. Eine ausgelassene Reise. Ausgelassen? Fürchtetest du nicht deine Strafe? Nun, als ich mich erinnerte, wusste ich, dass ich das Richtige tat. Das ist eine reichlich anmaßende Aussage. Aus welchen Gründen auch immer, du musst dir bewusst sein, dass du gestohlen hast und dass dir heute mehr als nur milde gewährt wurde. Du weißt es vielleicht nicht, aber unsere Gesetze basieren nicht darauf, was hätte passieren können, sondern auf den uralten Regeln der Tuatha De Danann. Mein oberstes Versprechen und mein Schwur meinem Herrn gegenüber war es, ihm zu dienen und ihn zu schützen. Auch das habe ich in mehrfacher Weise bewiesen. Ich bin nicht umsonst der Träger des Himmelbanners. Maße dir nicht so viel an, das bist du wohl. Aber dennoch, einen Hochkönig, einen der Begründer der Häuser zu bestehlen, zu schützen, aus einer Interpretation heraus, die du dir selbst gewährt hast. Du sagst, es sei ein Schutz gewesen. Wir werden nie wissen, ob es anders war. Vielleicht war es ein grauenhafter Diebstahl. Sei dir nicht zu sicher, weil dir heute Milde gewährt wurde, dass du im Recht bist. Sei dir sicher, dass du Glück hattest, dass wir einen weisen und vermutlich vorausschauenden Grafen haben. Oh, ich bin mir dessen sehr bewusst, dass wir einen überaus gnädigen Herren haben. Gut. Dann trink mit mir. Gern. Sie würde Glas erheben und mit dir anstoßen. Auf Titel und verlorene Titel. Auf dein zweites Leben. Auch auf das. Mögest du es nach den Regeln des Eschiat führen und nach dem Gefallen deiner neuen Könige, Hochkönige, Grafen, Herzoge und aller anderen. Ich liebe es zu dienen. Und grinst sie dabei an. Das ist schön. Wir alle müssen unseren Platz finden und es ist nicht immer leicht für uns alle.
Manchmal, ich kann mir vorstellen, sie stößt ein Heinzelmännchen neben mir an, dass es nicht immer schön ist zu dienen, aber dass man manchmal tun muss, was getan werden muss. Oh ja, Herren, ich gebe es zu. Manchmal will selbst ich nicht früh die Reittiere satteln, aber einer muss es tun und ich weiß, dass es mein Platz ist und ich tue es gern. Das ist schön. Du wirst deswegen auch geschätzt an diesem Hof. Entschuldige mich nun, David. Da hinten warten Gespräche, die mein Anwesen betreffen, auf mich. Natürlich. Wir sehen uns sicherlich bald wieder. Ich freue mich, deine Zeit in Anspruch nehmen zu dürfen. Eure Zeit, meintest du sicher? Selbstverständlich. Ja. Wir sehen uns morgen zum Mittag. Sophie, wo bist du? Ich verneige mich. Ja, Entschuldigung. Wo bist du so hin? Ich habe keine Ahnung. Die wird sich einfach irgendwo hinsetzen. Ja. Lass mich das mal ganz kurz so tun, als würde ich das durchdenken, okay? Irgendwo, wo sie das Gefühl hat, dass sie da irgendwie hinpasst. Ah, das gefällt mir besser. Also wenn du dich kurz umguckst, wo du Platz finden könntest, werden zum Beispiel ein paar dir Platz machen und auf die Bank klopfen. Na dann dahin. In der kleinen Gruppe ist auch Martha dabei, die natürlich sich erstmal herzt und küsst auf die Wange und sich freut und ja auch erstmal alles von dem Scheißtisch besorgt, was es da so gibt. Und es ist auch einer der blauen Riesen da am Tische, der trägt die prunkvolle in aller Rüstung, die du dort gesehen hast. Mein Glückwunsch. Danke. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ja. Oh, vielleicht verwechsle ich, nicht dich auch. Ich meine, vielleicht, obwohl, ach, bestimmt hat mir mein Gedächtnis einen Streich gespielt. Bestimmt wäre es mir ganz genau im Gedächtnis geblieben, wenn ich auf einen Orakel getroffen wäre. Entschuldige, es ist schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Was hast du nun vor? Soweit ich weiß, früher seid ihr viel gereist durch alle Lande, habt alle Höfe besucht, habt Prophezeiungen ins Land getragen und offenbar habt ihr euch viel versteckt in euren früheren Leben. Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht genau, was ich vorhabe, aber ich denke, dass sich das sehr schnell ergeben wird. Ja, wer auf sein Schicksal vertraut, dem wird sich der Weg immer ebnen. Oder eher aufzeigen, ebnen vermutlich nicht. Das denke ich auch. Und große Pläne für ein Leben zu spinnen, das ich erst vor kurzem wiederentdeckt habe, wäre vielleicht ein bisschen verfrüht und ein bisschen viel des Guten. Oh, ja, sicher, natürlich. Man erwartet immer, dass man mit einer besonderen Eingebung zurückkommt, wenn man seinen Namen findet. Wir vergessen, oder ich vergesse. Du musst verstehen, ich bin der Kommandant der Hofgarde und ich verbringe keine Zeit mehr in der Welt der Menschen. Ich vergesse auch häufig, dass viele gar nicht mehr zurückkommen und ihren Namen mit Bedeutung füllen können. In der Tat wart ihr in den letzten Jahren bestimmt die Ersten, die das vermocht haben. Passiert das nur noch so selten? Ja. Die großen Namen unserer Zeit sind verschollen. Oder? Sie wollen sich nicht preisgeben. Vielleicht warten sie auf einen anderen Wink des Schicksals. Ich kann es nicht sagen. Aber natürlich befürchten viele den bevorstehenden letzten Winter. Den was? Es ist so. Unglücklicherweise haben wir, wie jede
wie jedes Völkchen eine eigene Sprache, nur dass unsere Sprache so viele Worte doppelt besetzt, also die Höfe der Jahreszeiten zum einen, in denen man unterkommt und denen man sich in hochheiliger und loyaler Weise verschreiben kann und deren Gemeinschaft sicherlich etwas Bestärkendes ist, aber der letzte Winter markiert den Zeitpunkt, an dem die Menschen endgültig vergessen zu träumen und an dem die Welt der Feen verblasst und der Traum sich für immer von dieser Welt trennt, an dem Arkadien selbst von der Banalität fortgewaschen wird. Warum nennt man das den letzten Winter? Naja, es ist so, wir hatten kein... Es war immer so, dass wir diesen Zeitpunkt befürchtet haben, zumindest manche, eine Untergangsprophezeiung kann jeder, das soll keine Beleidigung sein, aber mit Untergangsprophezeiung sind doch viele schnell am Werk. Vor allen Dingen, als wir uns in die Blutlinie der Menschen eingebracht haben, und die sind ja da gerne auch dabei, kam das immer wieder auf und wir hatten harte Zeiten, wir hatten dafür, vielleicht anderen haben die Apokalypse oder das Verblassen, ich kann mich nicht mehr an vieles erinnern. Aber mit der Rückkehr der Ski brachten sie viel Wissen um die alte Magie, sie errichteten all die Höfe, sie errichteten die Pfade in den Traum, überhaupt die Möglichkeit, den Namen wiederzufinden. Das Tor, was ihr heute durchschritten habt, war früher verschlossen und sie brachten auch den Namen für die letzte Stunde, den letzten Winter. Das finde ich doch recht wertend in Anbetracht der Tatsache, dass es vier Höfe zu geben scheint. Er scheint lange nachzudenken und nach Worten zu ringen. Nun, gerade ihr, du, gerade du. Ich kann mir vorstellen, wie dir das vielleicht sauer aufstößt, aber dass die Parallelen gezogen wurden, erscheint vielen eindeutig auch als logisch, nicht wahr? Ich meine, der kalte Stachel der Banalität, den die meisten von uns leider schon spüren mussten, und ich kann nur hoffen, dass es bei dir nicht der Fall war. Ich empfand sie eher als brennend. Nun, das geht vielen anders und sie ziehen die andere Bezeichnung deswegen vor. Was soll ich sagen? Wir haben Worte doppelt besetzt und ich bin keiner ich bin Kommandant der Hofgarde und... Um Gottes Willen, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Das tust du nicht, ich bin kein Sprachschreiber, kein Dichter und keiner, der Lieder singt. Deswegen werde ich... Ich habe mich damit nie wirklich viel beschäftigt. Ich wollte es nur wissen. Und verstehen. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ja, ein bisschen. Sie schmunzelt. Aber ich glaube, es gibt einen Grund zum Anstoßen. Zumindest habe ich das vorhin so... Es ist dein Tag. Du solltest trinken so viel, wie du willst. Du solltest essen so viel, wie du willst. Du solltest tanzen, mit wem du willst und so lange du willst. Du solltest meiner Ansicht nach nur singen, wenn du es auch beherrschst. Aber mit der Meinung könnte ich alleine dastehen. Nein, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Dann hebe ich mein Glas. Das tut sie auch und stößt mit ihm an. Es ist wohl eher ein Eimer, aber na gut. Bei ihr ist es ein Glas. Das stimmt. Ihr werdet da vermutlich noch ein bisschen Zeit verbringen. Irgendwann werden gerade die tierisch angehauchten Feen einige unflätige Lieder singen, die ich leider nicht wiedergeben kann. Der Troll hat es mir gerade verboten. Mancher gar von ihnen versteigt sich so weit, den Schalk selbst bis zum Thron zu bringen.
Doch ein unheiliger Blitz aus der Kuppel dieses Gebäudes, der nur wenige Meter vor diesem Unhold einschlägt. Das ist übrigens eine Fee, die Merkmale eines Gockels aufweist. Also vor allen Dingen diesen wunderschönen roten Hodensack vom Kinn, ja, und den Kamm. Und vor allen Dingen auch der Gang, also dieses Stolzierende durch den Raum, während er frech über den Grafen, oder zumindest könnte man die Person, die ja gerade unholdlich besingt, als den Grafen identifizieren. Also auf jeden Fall, vor dem schlägt ein Blitz ein und der wird abrupt abbrechen. Killhähnchen. Mit einem... Das ist witzig. Ein Kokelpuka. Vielleicht. Schön. Hat er auch so einen schönen Federschwanz? Ja. Oh. Ich liebe ihn. Hm. Ich würde mir ein paar Heinzelmännchen mit ein paar Heinzelmännchen sprechen wollen. Ja. Ich bin hier wahrscheinlich eher so geächtet ein bisschen. Also. Viele Heinzelmännchen sind selbst am Hofe tätig. Und deswegen nicht unbedingt erpicht darauf tatsächlich, weil sie nicht wissen, was das nach sich zieht. Aber du weißt von mindestens einem Heinzelmännchen, wo du nicht erst gucken musst, wie es drauf ist, sondern von dem du weißt, dass es höchstwahrscheinlich eher wohlgesonnen ist. Und das ist Martha. Oh, Martha, genau. Super. Ja, die suche ich mir doch. Das ist doch super. Ja. Zum Glück habe ich ja vorhin gesagt, dass sie bei Sophie sitzt. Ohne Hintergedanken. Ah. Ja, dann setze ich mich natürlich dazu. Ja, sie wird dich ebenfalls umarmen und küssen. Wie gesagt, die Frau ist Mitte 50. Top. Geil. Hi, also. Mensch, David, warst du überhaupt schon mal mit dem so lang? Könnten wir, reicht doch jetzt auch mal hier die Käse und den Braten, Junge, der Junge hat doch jetzt tagelang nichts gegessen. Ihr wart doch tagelang. Tagelang hat er nichts gegessen. Gib das doch mal her jetzt. Und hier ein bisschen Wein, so, aber nicht zu viel. Du kannst ja heute du noch das ja auslaufen. Tu dir auch mal was drauf. Also so ist ja nicht so. Fällt ja vom Fleisch. Oh, das stimmt. Ich sollte mir auch noch ein bisschen was nehmen. Auf ihrem Teller sind bereits reichhaltig Reste angesammelt, aber heute ist ja was zu feiern. Eben, und sie hat sich's verdient. Bestimmt. Ach so, ich hatte es euch vergessen zu sagen. Eure Wäsche ist natürlich fertig, aber ich kam noch gar nicht dazu, sie zurückzubringen. Aber das kann eigentlich auch der Roland machen. Dem könnte ich ruhig Bescheid sagen. Der musste ja heute nur ein bisschen... dieses Kind hüten und das könnte eigentlich mal vorbeikommen. Ich werde ihm dann noch Bescheid sagen. Super, das ist so großartig von dir, Dankeschön. Kein Problem, kein Problem. Und erzähl doch mal, was habt ihr denn eigentlich so erlebt? Jetzt ist ja auch der Thorald weg, da können wir mal dazu kommen. Thorald muss offenbar der blaue Riese gewesen sein, denn der hat sich unterdessen verdrückt. Immerhin ist er der Kommandant, der kann da nicht nur rumsitzen und feiern. Doch. Offenbar sieht er das anders. Er hat sich entschuldigt, er muss seinem Hause und dessen Dings gerecht werden und wird jetzt da seinen Pflichten nachgehen, wie er Judermann das macht. Lame. So is it. Na, du sag doch mal. Wir haben den Drachen von der Jungfrau befreit. Ihr habt den Drachen von der Jungfrau? Ich glaube, das hat sie gerade versprochen. Nein. Nee, das war schon so richtig. Ach du meine Güte. Der arme kleine Drache hat unter seinem Hausdrachen gelitten. Das ist ja allerhand. Ja. Geschichten sind halt nicht immer das, was wie die meisten Leute denken, sondern so, wie sie in Wirklichkeit sind. Der König hat den armen Drachen reingelegt. Wollte nur seine Tochter loswerden. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich kann verstehen, dass er sie loswerden wollte. Die war schrecklich. Aber das arme Mädchen... Nee. Sie war der Grund, dass der arme Drache die ganze Zeit brandschatzen musste und rauben musste. Hat sich das denn wirklich so... Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Wirklich nicht? Dass es sich so... Vielleicht war ja auch einfach wirklich ein wildes, brandschatzendes, raubendes... Nö, eigentlich war der ganz nett. Der war total lieb. Der wusste nur nicht, dass man das nicht so macht. Der hat das ja nicht verstanden. Sie hat es ihm die ganze Zeit falsch erklärt. Er wollte eigentlich nur lernen, wie die Menschen leben. Um halt mit den anderen Leuten dann zu, vernünftig einherzugehen, quasi dir zu helfen. Er dachte halt quasi, die Felder abzufackeln wäre zum Beispiel gut für die Felder, damit sie halt nächstes Jahr bessere Ernte kriegen.
Das ist ja wirklich ein reichlich dämlicher Drache. Aber nun, in der Tat, aber unter falschen Informationen kriegt man manchmal falsche Schlussfolgerungen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ach ja, ja, das stimmt. Wenn die Leute nicht immer... Ja, natürlich, du hast schon recht. Es gibt ja auch immer Ausnahmen. Vielleicht war das halt wirklich ein gutmütiger Drache. Nicht wahr? Aber dann müssen euch ja auch schrecklich die Füße... Ich habe eine Fußwanne zu Hause. Da könnt ihr heute Abend noch die Füße ein wenig in ein schönes Fußbad tun. Das ist immer ganz toll. Ich glaube, heute Abend bin ich ein bisschen zu müde. Ich würde wahrscheinlich gleich direkt einschlafen. Ja, das ist doch nicht schlimm. Was gibt's denn Besseres, als mit den Füßen in einem warmen Bad einzuschlafen? Er hat Angst, dass er sich in die Hose pinkelt. Ach, da macht doch nichts so ein Malheur. Kann da so einem jungen Mann nochmal passieren. Ach ja, ein ziemlich schön hoher... Ja, ja, das ist, das passiert mir wohl nicht, hoffentlich. Das, Na, dann musst du ja auch keine Sorgen machen. Dann, ich bringe euch das dann ganz fix vorbei, ja? Oder ich gebe es gleich dem Roland mit. Was mich aber viel mehr gerade interessiert, ist, Entschuldigung, wenn ich das Thema gerade so abrupt wechsle. Na, immer raus damit. Also, dieser ganze Hof, das ist ja phänomenal. Ist ja riesig. Ja, ich bin schon froh, dass wir den wieder haben. Ja, der war irgendwie weg. Also, man dachte... Ja, er war lange... Wir hatten lange nicht... Die Zeiten. Viele wissen das ja auch nicht mehr. Deswegen sind ja auch viele heute wieder so ein bisschen so, dass sie sagen, ach, ich wünschte, ich könnte auch mal wieder einfach mitbestimmen und so weiter. Ja, früher, als wir noch mitbestimmen konnten und nichts hatten, worüber wir bestimmen konnten, das war nur auch nicht besser. Ich sag's dir, da gab es nicht viel außer der Kälte und ab und zu mal dem einen oder anderen Träumer, bei dem wir ein bisschen Zuflucht finden konnten, aber die meisten Freistätten, die lagen in Trümmern. Ich bin schon sehr froh, dass die Ski zurück sind. Ich sag dir, meiner, ohne Welt ist heute nicht mehr. Ja, das ist... Ich kann mich schwierig dran erinnern. Freistätte, wann... Also, was war das? Freistätten. Das hier ist ja zum Beispiel auch eine Freistätte. Freistätte sind magische Orte im nahen Traum, die nah an der Menschenwelt liegen, der Orte, wo wir uns erholen können, wo wir sicher sind und wo wir uns nichts gegenseitig tun. Außer so ein Unhold, dann jetzt auch die ganze Macht des Gesetzes, sage ich dir. Und wo wir einfach sicher sind vor der Banalität. Wo wir Zuflucht finden können, wenn die eisigen Wellen über uns kommen. Die eisigen Wellen? Vielleicht eher die verzehrenden... Ja, die ich würde ja sagen, es ist so ein... Wie... So ein Hungergefühl im ganzen Körper vor... Vom rechten Zeh bis in den Rücken, das mich dann richtig... Das klingt nicht gut. Ja. Wenn die Jurastudenten wieder gerade ihren Abschluss alle machen und durch die Straßen ziehen. Ja, das hört sich irgendwie lustig an. Oder wenn... Ja, ist ja auch egal. Nun... Sophie und ich sind gerade, ich sag das mal so salopp, geschlüpft. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Aufholbedarf, was dieses Wissen angeht. Ja, dafür kriegt ihr am Morgen einen Mentor. Mit der macht das dann alles mit euch, der beschützt euch, der sorgt dafür, dass ihr es erstmal nicht miterlebt. Aber irgendwann werdet ihr euch dem wohl auch mit ihm stellen müssen, aber in einem Maß, wo man es auch aushält. Und der euch über alles aufklärt. Ich meine, ein Jahr, ein Tag geht schneller vorüber, als man so denkt. Aber dann seid ihr auch gut vorbereitet. Ich hoffe. Ach, ich bin. Ja, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Und wenn nun irgendwas sonst ist, die alte Martha, die findet auch immer irgendwie eine Lösung. Du musst... Also, du verstehst sicherlich, dass ich ein bisschen... Nun, ich bin nicht mehr ein Tag... Ich hier aufgenommen und hatte schon das erste Gerichtsverfahren. Ja, ach, du bist ja jetzt, ist ja alles in Ordnung. Ich meine, da würde auch keiner wirklich nachtragen. Also,
Die meisten werden da jetzt auch nicht nachtragend sein. Du wurdest ja ordentlich verhandelt nach allen Regeln der Kunst. Der Graf selbst hat dich freigesprochen. Was willst du denn mehr? Ist ja alles gut, meiner. Hm. Du bist ja auch von dem Kiff, wo jeder weiß, mit denen kann man was anfangen. Die machen und labern nicht viel. Die packen mit an. Die sind verlässlich. Ich meine, stell mal vor, hier irgendwie... Das ist das Pech, mit einem roten Käppchen oder mit einem Gott sei Dank noch nicht roten Käppchen rumzulaufen. Da sieht die Sache aber ganz anders aus. Ich kann dir auch sagen, ich glaube, der wäre heute in der Verhandlung ganz anders gelaufen. Das klingt ein bisschen rassistisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, ist das? Das sind so die Feinheiten. Ich meine, da kannst du eher mit dem... Da kannst du mit dem Roland stundenlang drüber reden, wenn du das so willst. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das empfehlen würde. Meiner, es ist ja so. Wir sind erträumt von den Menschen nach ihren Vorstellungen und nach ihren Wünschen, nach ihren Hoffnungen und Träumen und nach ihren Ängsten. Und du bist erträumt als ein Wesen, das hilft in der größten und in der kleinsten Not, das da ist, um zu schützen und zu bewahren und um dafür zu sorgen, dass man erstmal überhaupt durchkommt und dass man, wenn man einmal durchgekommen ist, es ruhig und behaglich hat. Aber wenn du nun mal ein Wesen bist, das erträumt wurde, um zu morden und um alles zu verschlingen, ja gut, dann kannst du sagen, das ist jetzt hier rassistisch. Ja, kannst du machen, meinetwegen, dann hab ich halt Vorurteile meiner. Aber ist halt auch was dran, weißt du? Wir sind ja doch ein Stück weit auch so gemacht, wie wir dann am Ende sind. Aber kann man sie dann dafür verurteilen? Es wäre quasi ein Einzelmenschen wie uns zu verurteilen, indem wir helfen. Indem wir was? Dass wir helfen oder geholfen haben. Ja, aber wenn sich nun mal 7/8 aller Feen darauf einigen, das sind unsere Regeln, mit denen können wir gut leben, da passiert keinem was, da können wir einigermaßen miteinander auskommen, ist ja schwer genug. Und das eine verbliebene Achtel, ja, was soll ich sagen? Ich will einfach nicht gern angeknabbert werden und schon gar nicht, will ich, dass mir da irgendwie, ach du. Wenn ich heute den Roland mit eurer Wäsche und mit der schönen Fußwanne zu euch schicke, dann finde ich es gut, dass wir uns Regeln gegeben haben, die verbieten, dass über den hergefallen wird zu fünft und der vom Kopf bis zum Stiel abgenagt wird und aufgefressen wird und dann die Überreste mir noch ins Fenster geworfen werden. Finde ich wirklich gut. Ja, es ist natürlich sehr unhöflich, ungefragt, jemanden zu fressen. Aber wenn es in der Natur der Sache liegt. Ja, du kannst doch nicht alles. Ich meine, du kannst auch nicht alles mit der. Du kannst, wenn du es so willst, alles mit der Natur rechtfertigen, aber dann ist halt der Natur was wir bestrafen müssen. Wenn dich ein wilder Greif vom Himmel anfällt und dir die Augen auspickt, dann würdest du ja auch sagen: Das Vieh muss abgeschossen werden! Runtergeholt aus dem Himmel und dann machen wir einen schönen Hühnchenbraten. Aber es ist ja quasi genau zu sagen, Ski sollen nicht herrschen. Das ist ja, also es wäre quasi... Und schaden die wem? Guck mal, was die alles wieder aufgebaut haben. Guck, wie viel Friede tatsächlich bei uns herrscht. Wenn wir uns wieder alle an die Gurgel gehen, boah, das will ich auch nicht. Ich meine, wenn, irgendjemand hat ja immer die Macht. Ich weiß es nicht, aber es ist ja nicht so, als wenn es jetzt keine Ski gäbe, dann sitzen wir ja nicht hier und haben irgendwie einen großen Rat, sondern das ist einer der Stärkste und der unterjocht alle anderen. Der beansprucht das bisschen Glanz und Glamour, das wir dann noch haben, beansprucht der für sich. Die paar Freistätten, die noch übrig sind, die sind dann seins und wir können buckeln. Dann haben wir dasselbe, dann haben wir halt eine Diktatur von jemand anderem und nicht von jemandem, der dazu erträumt wurde, von den Menschen als weiser und gerechter Herrscher und der sich bemüht, uns alle so zu behandeln, dass wir leben können. Angemessen natürlich nach unserem Platz und das ist ja auch in Ordnung. Angemessen nach unserem Platz. Also empfinde ich das... Die Sache ist doch... Ha! Jetzt mache ich's mal wieder, Roland. Jetzt pass mal auf. Du hast doch gesagt, die Rotkappen handeln nach ihrer Art und dafür kann man sie nicht verurteilen. Na, und unsere Art ist es dann zu dienen, so wie es deren Art ist, zu herrschen. Genau. Dementsprechend dürfen wir, die ja das tun, was wir tun, gerade jetzt in diesem Moment, nämlich wir dienen und die
Ski herrschen, dürfen wir doch den Rotkappen doch nicht verbieten, zu töten, zu fressen. Zu töten. Zu töten wäre vielleicht etwas, um wir sie beten könnten, zu lassen. Naja, was denkst du denn, was die machen, bevor die dich aufessen? Die beißen dir in den Hals? Färben ihre widerlichen Hüte mit deinem Blut? Ja, was denkst du, da lebst du noch? Ist ja nicht so, als hätten sie in der Vergangenheit dann immer nur deine Chimäre gefressen und nach ein paar Tagen des Menschseins kehrst du dann irgendwie erschöpft und völlig ohne Glanz in deinen Körper zurück, sondern die fressen vielleicht auch den Menschen, der dich beherbergt. Und was dann? Ja, dann kommt hoffentlich vielleicht in Jahrzehnten deine Seele in einen neuen Körper. Fressen sie auch normale Menschen? Ja, aber sicher. Der Graf verbietet es und der Graf verfolgt es zum Glück. Und die ein oder andere musste sich hier schon verantworten. Und das war aber kein nettes Gerichtsvor. Angemessen der Sache. Wir dürfen uns den Menschen ja auch nicht zeigen. Da kann es ja nicht sein, dass dann irgendwie so ein halber, ich kann es gar nicht sagen, aber dass da ständig irgendwelche Leichen rum sind. Das geht ja nicht. Das ist bestimmt etwas, nun, was man eindämmen, aber vielleicht nicht unbedingt komplett verbieten sollte. Das widerspricht ja deren Natur. Das ist ja, als wenn wir den Ski verbieten zu regieren. Oder uns verbieten zu dienen. Darf ich mich ganz kurz einmischen? Na, aber klar, meine. Gerne. Aber nimm dir erstmal noch was auf deinen Teller. Ich kann das gar nicht mehr ansehen. Nee, also ich bin satt. Du fällst fast vom Fleisch. Was? Das ist die hier. Nimmst du das? So. Das ist zu warm zum Essen. Es ist sehr lecker gemacht. Das ist, ich wir glaube, haben zwei auch, Einzelmenschen am Tisch ist nicht so leicht. Wir haben ja noch ein bisschen Kompott. Der ist kalt. Stimmt, aber hier ist es warm. Soll ich dir ein kaltes Wasser bringen? Nein, das brauchst du nicht. Aber ich danke dir. Trotzdem glaube ich, dass bevor du dich einer endlosen Diskussion über eine Sache hingibst, von der du noch nicht viel verstehst, ich versuche es zu verstehen, indem genau, ich zu diskutiere. Okay. Es war einfach nur ein Versuch, es zu verstehen. Ich habe jetzt einfach mir einen Standpunkt ausgesucht und diesen vertreten. Ich hoffe, ich kann mir daran meine Meinung darüber bilden. Ach, so einer bist du auch noch. Oh, Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir anfangen soll. Also wirklich einfach das Gegenteil behaupten, damit ich mich hier um Kopf und Rahmen. Also, Mensch, du bist ja wie Frieda. Nun, das ist, ich kann noch nicht dafür zu sagen, ich habe noch keine eigene Meinung entsprechend. Ich hoffe ja, dass du dir darüber nie eine Meinung bilden musst. Und jetzt reden wir mal über was Schönes, über was Fröhliches. Dann, was ist denn in letzter Zeit so Schönes und Tolles passiert? Ich freue mich ja zum Beispiel schon morgen, ich finde das immer was Erhebendes, wenn ein neues Mündel oder in dem Fall ja sogar zwei neue Mündel und dann auch noch hier so ein bekanntes, und ich meine, du bist ja auch bekannt, zwei Bekannte, ne? Dass die mit ihren Namen zurückkehren und dann bei ihrem Mentor aufgenommen werden. Ich finde das immer toll. Ich bin ja auch schon gespannt, wer da ausgesucht wird. Das finde ich allerdings auch. Ich bin sehr neugierig, muss ich gestehen. Das kann's da auch sein. Das wird Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass nun, ich hatte einen, glaube ich, einen holprigen Start in diese Baronie. Meiner. Alles gut. Das ist ja jetzt abgehakt. Das ist nicht, klar, der ein oder andere, der wird sagen, Mensch, das ist auch ein Drecksack hier. Ne, so. Aber die meisten, wir haben nicht irgendwie ewig andauernde Todesfeen, außer hier so ein paar hier ganz Gescheithunde. Aber die meisten, weißt du, wenn ich heute wütend bin, dann ist das am Morgen wieder vergessen. Und wenn der Graf selbst sagt, so ist es und so wurde es abgehandelt, dann ist das so. Dann hoffen wir da mal drauf. Ach, du freust dich einfach auf morgen, da musst du ja wirklich keine Gedanken mehr machen. Wie läuft das denn ab? Na, ihr kommt hierher, euch wird ein Mentor dann, euch wird der Mentor vorgestellt, beziehungsweise er stellt sich dann selber vor,
Seine Qualitäten werden nochmal dir aufgezählt, ja? Und dann schwörst du den Eid des Mündels und er schwört den Eid des Mentors und dann seid ihr verbunden und meistens geht man dann erstmal mit ihm in seine Heimstatt und klärt erstmal so die dringlichsten, die ersten Sachen. Okay, und dieser Eid, was muss ich da, also muss ich dabei irgendwas beachten? Kriegt man so einen Eid schnell? Du musst schon nachsprechen. Du musst nachsprechen und also ich meine, das sind natürlich festgelegte Sätze. Mhm. Man könnte es schon abändern, aber es ist ja auch einfach immer feierlicher, wenn man da die Sachen nimmt, die alle nehmen. Und dann lässt du deinen Glanz mit reinfließen, aber das passiert dann automatisch. Das ist überhaupt kein Problem. Mein Glanz? Entschuldigung, ich bin... Ist doch alles gut. Ich möchte dir auch nicht zur Last fallen. Also du tust schon so viel für mich gerade. Heute ist doch dein Tag, Mensch. Jetzt hörst du mal auf. Also, die Essenz des Traums, so, die dich durchfließt, die kann man benutzen für alles Mögliche. Und die erhält uns. Die kann auch zur Neige gehen. Und dann sucht man sich neue. Und die fließt auch in Eide, um die quasi zu festigen. Um aus so ein paar leeren Worten was Richtiges zu machen. Was okay. Bleibt es auch. Und das passiert automatisch, weil... Weil du das schon so oft gemacht hast in der einen oder anderen Form, dass es dir einfach leicht von der Hand geht. Ah, okay. Die meisten Dinge fügen sich einfach, weil... Weil es so muss. Ja, und weil du als Fee halt einfach weißt, wie... Du hast halt die Verbindung zum Traum und zu den Dingen. Und da geht das einfach ganz von selbst. Verstehe. Es ist alles noch, also, ein bisschen verschwommen für mich. Was sag ich? Du kennst das sicherlich. Die Sachen. Ach du, ich bin schon so alt. Da wird das Gedächtnis nicht besser, aber... Die Sachen fügen sich. Die Sachen fügen sich doch bei ihm. Das ist gut. Und wenn nicht, du hast ein Haus mit Leuten, mit dem Roland, der dir helfen kann. Ich bin immer da, in meiner Waschküche. Mich kannst du immer fragen. Du kriegst einen Mentor, der das immer macht. Und da ist das alles kein Problem. Und dann kennst du noch weitere hilfreiche, nette Leute. Findest du dann. Da ist das alles kein Stress. Ja, ich, wenn man sich hier so umguckt, dann sind wir doch eine sehr große Gemeinde. Das stimmt. Ja, die kommen natürlich so groß selten zusammen. Die kommen ja jetzt auch zum Teil aus dem Umland. Die aus Leipzig sind ja auch schon zum Glück wieder abgezogen. Aber das, ja. Ach, das war die Baroness? Ja. Und sie hat ihren eigenen Hof in Leipzig, oder? Ein kleiner. Also eine kleine Baroness steht natürlich unter dem Grafen. Selbstverständlich. Die hat ihr Lehen quasi dann auch in Leipzig. Und sie macht ja dann eine wichtige Aufgabe. Ich bin da ja auch dankbar, dass es alles so funktioniert und dass wir dann nichts damit zu tun haben. Ist ja doch recht nah auch, ne? Nur 60 Kilometer. Und ja, aber ich muss... die jetzt auch nicht immer um mich haben, so gerade bei so Feierlichkeiten, weißt du, wo man ein bisschen auch schwungvoll und lustig sein kann, wo sogar mal die, wo ich auch mal ja. Finde, dass die Puka dann auch mal ihre Späße machen können, weißt du, nicht gerade in meinem Laden, sondern mal hier, schön, was passt, wo wir alle gerade auch ein bisschen betrunken sind, da muss die ja nun auch nicht da sein. Nun, ich wollte mich noch bei ihr bedanken, dass sie für mich eingetreten ist. Ach, stimmt, ja. Wartest du einfach noch ein bisschen mit? Für Ski läuft die Zeit anders. Hier an so einem Hof ist die Zeit was ganz anderes. Wenn du in 1, 2, 3 Monaten mit deinem Mentor vielleicht zusammen dann kommst und das machen möchtest und das, ne, vorher dich ankündigst und hier im Hof kommst, um dich offiziell zu bedanken, dann ist das für dich, als wäre es gerade erst vor einer Sekunde gewesen. Ah, okay. Sehr schön. Danke für diesen Rat. Na klar, ist doch kein Problem.
Weißt du was? Wir gehen jetzt eine Runde tanzen. Komm mit. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Okay, dann gehen wir eine Runde tanzen. Sie ist auch schon einigermaßen beschwipst jetzt, mittlerweile. Ja, ja, ist okay. Sehr gut. Nicht so wie du dich immer besäufst, sondern beschwebst. Gut. Machen wir Schluss. Sehr gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. So. David ist ja sofort davon ausgegangen, dass der Drache irgendwie netter ist, aber ich wollte dann auch nicht mehr von meinem Plan abweichen. Also ich meine, im Normalfall wäre das später gewesen im Spiel, hätte ich den Drachen dann natürlich aus Prinzip wirklich brutalo-mäßig irgendwie zu einer fiesen Kreatur machen müssen und irgendeinen anderen Scheiß einfallen lassen. Aber ich bin dabei geblieben, auch weil die natürlich mit einem fiesen Drachen überhaupt nicht fertig geworden wären. Vor allem mit der Einstellung da nicht. Aber die Einstellung ist auch sehr natürlich, wenn du das System anfängst und am Anfang so ein bisschen Lulli-Lulli-Haha-Sachen hast, dann wirst du irgendwann so. Das ist auch okay. Zu der ganzen Sache mit dem Namen und so ein Shit, ne? Im eigentlichen System wird angesprochen, dass wenn jemand deinen wahren Namen hat, dass er dich dann irgendwie, dass er Macht über dich erhält und dich toll verzaubern kann und so ein Shit. Das ist auch alles, was dazu steht. Es ist nirgendwo spezifiziert, dass es, was der Name, der wahre Name sein soll und so ein Kram, ist auch nirgendwo gesagt. Deswegen habe ich, da ich trotzdem die Sache gut finde mit seinem Namen finden, das so gemacht, dass sie halt die Bedeutung ihres Namens und ihrer alten Leben damit finden sollen, zumindest so ein Stück weit. Und ja, wie ihr sagt, die hesen ja nicht umsonst mit, also die haben nicht umsonst die Namen von sehr alten Leuten. Genau. David. Ich glaube, Daddy weiß noch nicht so richtig, was er getan hat, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, der ist schon sehr frech, der kleine Kümmerling da. Also, ich wollte ja, dass die rothaarige, flammenhaarige da Fiona-Frau direkt volksnah und sowas ist und die direkt als solche darstellen und er wird halt richtig frech ihr gegenüber sofort. Also ich meine, sie fand sein Grinsen nicht gut, was er bei dieser ganzen Zeremonie da ablassen wollte. Schon deswegen nicht. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es natürlich gewesen, wenn man manchmal halt seinem, nennen wir es mal, Erzfeind gegenübersteht oder jemand, den man nicht leiden kann und ihn dann angrinst frech. Das kann passieren. Aber in der Situation wusste ja jeder, dass das nicht passiert ist, weil er sich nicht benehmen kann oder weil er nicht gewöhnt ist, sich zu benehmen, sondern er hat sich ja richtig anstrengen müssen, um das hinzubekommen. Das musst du ja auch nicht gut finden. Und dann auch noch seine Aussagen, Alter. Er entscheidet, dass es damals zum Schutz war und nicht, also ich meine, eine Aussage, die dich weniger selbstbewusst dastehen lässt, sag ich mal, wäre, ich habe damals geglaubt, dass es besser wäre. Oder so ein Shit. Aber er geht halt in die Vollen. Am ersten Tag. Mann. Ja. Das Ding ist auch, dass er überhaupt schon dieses scheiß Wappenschild überhaupt tragen wollte. Das war von mir nicht geplant. Ich dachte, er fügt sich ein bisschen besser in sein Schicksal, weil ich wollte ihm theoretisch die Wahl lassen, ob er diesen Verrat da offenbart und damit seine Berühmtheit nutzen kann oder ob er aus dem Traum zurückkommt und sagt, ja, ich kann mich ja nicht viel erinnern. Hier gibt ja auch keinen Beweis, wer ich sein könnte. Das ist ja jetzt echt schade so. Also er hätte auch sagen können, niemand erfährt von der ganzen Sache, aber damit kriegt er dann auch nicht diesen Berühmtheitsbonus. Hat er sich jetzt selbst so ein bisschen... Ja, und dann muss das der Alten auch noch unter die Nase reiben. Guck, ich war in meinem Haus. Du hattest offenbar Unrecht, ich wollte das nur sagen. Kann ja nicht schaden, nicht wahr? Hast du wieder was gelernt, Schnuggi? Ja, gut. Mal gucken. Also, ich weiß schon ein paar der Dinge, die ich mit ihm machen werde. Und, ja. Er hat's nicht leichter für sich gemacht, sag ich mal. So. Schön. Es gab einen Teil, den ich rausgenommen habe bei dieser Folge. Das ist ein Teil, wo Sandro mit Sophie abgehauen ist. Also ja, satt.
Und erstens, weil die Folge 7 Jahre lang ist. Und weil der Teil nicht... Der war nicht wichtig. Der war einfach nicht wichtig, okay. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen Mist gebaut. Da bin ich mir noch nicht sicher, weil ich Sachen gesagt habe, die Sophie nicht aufgefallen sind, aber die ich da vermutlich nicht haben will. Und auch Flumi nicht aufgefallen sind. Ja, die haben nur dem Wanst beim Spielen zugeguckt, okay. So, weil der Wanst, die Sophie ist ja an dem Hof nicht zwingend allein. Aber... Ja, aber ich meine, der Winter ist nicht gerade aktiv dort vertreten in Massen. Und der Charakter Sophie ist auch jemand, der eher mal von Einsamkeit und so einem Shit betroffen ist. Du weißt schon, Weise und so ein Scheiß. Und deswegen hat der Herr Satz sie halt mitgenommen zu einem Ort, wo Leute sind, die ein bisschen eher ähnlicher sind wie der Wanst, der da halt versucht hat, einen Vogel zu fangen auf dem Stein. Genau. Und da habe ich dann auch nur noch angemerkt, dass David nicht nur durch die offene Feindschaft von allen hat, sondern dass ein paar natürlich ihm herzlich nochmal gratulieren, denn er ist immerhin ein geiler Traumsteinbauer. Und weil ich, wie gesagt, wollte, dass beide ein gewisses Ansehen haben, weil beide auch so ein bisschen Richtung Sozialcharakter tendieren, was bei Changeling nicht schlimm ist. Weil von mir auch ursprünglich geplant war, dass die offensichtlich sehr unterschiedliche Gruppen von Leuten haben, mit denen sie voraussichtlich gut reden können. Deswegen passt das alles. Genau. Ansonsten Walter Moers. Ich werde viel von Walter Moers stehlen. Wer kennt, hat Pech oder Glück gehabt. Wer nicht kennt, ich kann nur empfehlen, folgende Bücher. Gibt's auch als Hörbücher, gelesen von Dirk Bach, was eine ausgezeichnete Wahl war. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Die Stadt der träumenden Bücher. Nicht das Labyrinth der träumenden Bücher, das ist Bullshit. Rumo und die Wunder im Dunkeln. Ensel und Krete. Ich glaube, das war's. Ja. Es gab noch ein anderes, aber das war nicht ganz so fett. Aber ja, die Dinger sind unheimlich cool. Also wenn da jemand mal ein Hörbuch braucht, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Schön. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.